Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zu unserer heutigen Bürgerschaftssitzung begrüßen. Wir sind mit 38 Mitgliedern der Bürgerschaft beschlussfähig. Uns ist allen bewusst, dass mit dem Monat November wegen steigender Covid-Zahlen erneut erhebliche Einschränkungen auf die Gesellschaft wirken. Bund und Länder haben sich zur Eindämmung des Infektionsgeschehens auf entsprechende Maßnahmen geeinigt. Kann ich weitermachen, Herr Bauschke? Danke. Ja. In der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes MV sind klare Regelungen getroffen, für welche Bereiche nunmehr Einschränkungen gelten. Die Gremiumarbeit ist nach dieser Verordnung ausdrücklich zulässig. Aufkommende Sorgen von Mandatsträgern sind sicherlich nachvollziehbar. Auch das Innenministerium hat entsprechende Hinweise mit dem Runderlass vom 3.11.2020 ausgesprochen. Deshalb wird die Notwendigkeit der Sitzung grundsätzlich geprüft. Absagen einzelner Ausschusssitzungen sind somit nicht ausgeschlossen. Aber angesichts dessen, dass wir uns im Jahresendspurt befinden und viele wichtige Entscheidungen nicht aufgeschoben werden können, haben sich das Präsidium und der Oberbürgermeister verständigt, zunächst keine Änderung am Sitzungskalender vorzunehmen. Es wird versichert, dass alle Sitzungen unter Berücksichtigung der bestehenden Auflagen Corona-konform durchgeführt werden. Hygienekonzepte werden umgesetzt, es gelten Maskenpflicht und Abstandsregelungen. Hinweise werden an Sie als Bürgerschaftsmitglieder und an die Gäste ausgegeben. An Gäste deshalb, da mit der Möglichkeit der Sitzungsdurchführung diese Sitzung unter Beteiligung der Öffentlichkeit, wenn auch mit Einschränkungen, stattfinden. Insofern gibt es in diesen Punkten zunächst keine Änderung zum bisherigen Verlauf von Sitzungen unter Pandemiebedingungen. Daher wird im Interesse einer zeitnahen Nachvollziehbarkeit der Beratungen und Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger der öffentliche Teil als Mitschnitt auf der Internetseite der Hansestadt Stralsund ab morgen zur Verfügung gestellt. Ich gehe davon aus, dass keine Einwände Ihrerseits dagegen bestehen. Abschließend bitte ich die Mitglieder der Bürgerschaft, ihre Redebeiträge, wie gehabt, in der letzten Sitzung vom Platz auszuführen. Vielen Dank. Gibt es Ihrerseits Änderungswünsche zur Tagesordnung? Bitte. Ja, unser Antrag 913 hat sich ja auch im Hinblick auf die Corona-Situation im Grunde überholt. Wir ziehen ihn daher zurück. Welcher Punkt? 913. 913, ja. Herr Suhr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen die Tagesordnungspunkte 9.11 und 9.12. Das einmal ist die Live-Übertragung bzw. der Livestream der Bürgerschaftssitzungen unter einem Tagesordnungspunkt zu beraten und die beiden Anträge dann entsprechend der Geschäftsordnung nacheinander abzustimmen. Wir haben uns da mit den Antragstellern der CDU-FDP-Fraktion dazu geeinigt und schlagen das deshalb vor. Das ermöglicht uns auch, ein Abstimmungsverhalten zu wählen, wo wir nicht den CDU-Antrag ablehnen müssen, weil unsere noch nicht abgestimmt ist. Insofern bitte ich die Bürgerschaft, diesem Geschäftsordnungsantrag zu folgen. Gut, also 9.11 und 9.12 zusammen. Herr Philippen, bitte. Ja, wir haben zwei Dringlichkeitsanträge eingereicht, einmal zum Weihnachtsmarkt. Ich muss mich gleich entschuldigen, dass wir zu spät eingereicht haben, aber wir hatten noch Beratungsbedarf von der Fraktion. Ich hoffe mal, dass die Fraktion oder der größte Teil der Bürgerschaft da mitgeht. Da möchte ich gerne um Ihr Einverständnis bitten. Und dann haben wir noch einen Dringlichkeitsantrag zum Einbau von Lüftungsanlagen in Schulen. Da wir alle wissen zurzeit, wie die Misere ist mit den Lehrern, Lüften und
dürften wir zumachen. Und ich glaube, dass da die Gesundheit der Kinder mehr in Gefahr ist, als wenn wir da uns mal überlegen, oder der OB oder wir alle gemeinsam. Da gibt es ein bestimmtes Förderprogramm, dass wir uns da Lüftungsanlagen für die Schulklassen anschaffen, da wir ja verantwortlich sind für die Schulklassen oder für die Räume, ob das zu prüfen ist, ob das möglich wäre. Und da hoffe ich auch um breite Unterstützung der Bürgerschaft. Danke. Okay, danke. Die zwei Dringlichkeitsanträge sind Ihnen bekannt, liegen allen Fraktionen auch vor. Gibt es weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung? Ja, Frau Bartel. Die SPD-Fraktion stellt ihren Antrag 9.5 zum Einrichten eines Migrantenausschusses zurück. 9.5 zurück. Okay. Er kommt wieder. So, noch Änderungswünsche? Keine. Wer dann der geänderten Tagesordnung Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Was? Noch eine? Achso, ja. Ja. Also die Dringlichkeit müssen wir einzeln abstimmen. Wer den ersten Dringlichkeitsantrag Einbau von Lüftungsanlagen Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit. Gegenstimmen? Stimmenthaltung einstimmig. Und der zweite Dringlichkeitsantrag Weihnachtsmarkt. Wer ist dafür? Bitte Kartenzeichen. Das Mehrheit Gegenstimmen, Stimmenthaltung auch einstimmig. Wer dann dieser geänderten Tagesordnung Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit. Gegenstimmen, Stimmenthaltung einstimmig. Dankeschön. Kommen wir zur Niederschrift der letzten Sitzung. Gibt es da Änderungswünsche? Wortmeldung? Keine. Wer der Niederschrift der letzten Bürgerschaftssitzung Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit. Stimmenthaltung? Gegenstimmen? Auch einstimmig. Kommen wir zum Top 5. Meine Damen und Herren, ich werde mich heute sehr kurz halten. Aufgrund der Maßnahmen und der Umstände. Der Herr Oberbürgermeister wird selbiges tun. Und ich hätte eine Bitte an Sie alle, nicht überflüssige oder unnötige, ich sag mal, Zweikämpfe zu machen und nicht so ausschweifend zu reden. Danke. So, sehr geehrte Damen und Herren, Mitglieder der Bürgerschaft, sehr geehrte Gäste, zur heutigen Sitzung gebe ich folgende Mitteilung bekannt. Den Mitgliedern der Bürgerschaft ist mit Datum 26.10.2020 der Tätigkeitsbericht des gemäß § 3 Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern über die Durchführung der öffentlichen Prüfung für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2019 zugegangen. Ich bin um entsprechende Kenntnisnahme informiere, dass der Bericht anschließend an die heutige Sitzung für 7 Tage öffentlich ausgelegt wird. Zu verwiesenen Sachanträgen gibt es folgende Sachstände aus den Fachausschüssen. Absenken der Bordsteine im Elisabethweg. Die Thematik wurde im Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung beraten. Das Anliegen ist insofern für die Bürgerschaft erledigt, als der Eigentümer des Grundstückes einen Antrag auf Herstellung einer Ausfahrt stellen und mit vorliegender Genehmigung die Umsetzung erfolgen kann. Beschilderung Mägdebrunnen. Nach ausführlicher Beratung im Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung ist durch den Einreicher der Antrag zurückgezogen worden. Ausweisung städtischer Flächen für Baumpflanzungen. Mit der Behandlung im Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung wurde durch die Verwaltung Möglichkeiten der Umsetzung aufgezeigt werden. Dem Anliegen des Antrages wird damit entsprochen. Die Schriftsätze zu den vorgenannten Informationen liegen den Mitgliedern der Bürgerschaft vor. Ich bitte um Kenntnisnahme, die Beschlüsse sind entsprechend umgesetzt. Die zu den Themen dazugehörenden Beschlussnummern werden am Protokoll nachzulesen sein. Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Punkt 1, die Internationale Woche gegen Gewalt an Frauen und Kinder vom 16.11. bis 20.11. diesen Jahres. Ich komme zu einem Thema, welches mehr als je zuvor
einen wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Gewalt an Frauen und Kindern. In diesem Jahr waren im Bereich des Polizeihauptreviers unserer Stadt insgesamt 290 Personen von häuslicher Gewalt betroffen. 70 Frauen und 55 Kinder fanden Schutz vor häuslicher Gewalt in unserem Frauenschutzhaus in unserer Stadt. Es leben 240 Kinder in diesen Familien. Wir möchten deutlich darauf aufmerksam machen, dass jegliche Gewalt in Familien völlig inakzeptabel ist, egal ob gegen eine Frau, einen Mann oder ein Kind. Dazu finden in der diesjährigen internationalen Woche gegen Gewalt vom 16.11. bis 22.11. folgende Aktionen in Stralsund statt. Einmal die Plakataktion Stralsund bricht das Schweigen an 6 Standorten in Stralsund sowie eine Medienauswahl in unserer Stadtbibliothek zur Thematik. Aktion Orange. Weltweit erstrahlen Gebäude in orangener Farbe, um gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Kindern zu setzen. Der Theaterbalkon am Olaf-Palme-Platz wird orange erstrahlen und eine orange Wimpelkette im Durchgang unseres Rathauses ermahnt zur Aktion. Weitere ursprünglich geplante Aktionen müssen Corona-bedingt in diesem Jahr leider ausfallen. Schauen und hören Sie nicht weg. Stralsund bricht das Schweigen. Punkt 2. Steinschlange überwintert im Bauhof. Seit dem Frühjahr ist sie gewachsen und hat inzwischen eine beachtliche Länge von fast 900 Metern erreicht, die Steinschlange rund um den Frankenteich nahe unserer Altstadt. Alle Steine, ob groß oder klein, sind kreativ bemalt oder auch beschrieben. Die Fantasie der Steinkünstlerinnen und Künstler kann dabei keine Grenzen. Entstanden aus der tollen Idee einer Stralsunderin beteiligten sich bisher hunderte Einwohnerinnen und Einwohner sowie ganze Kollektive unserer Stadt. Jetzt ist es an der Zeit, alle Steine so unterzubringen, dass sie im Winterhalbjahr keinen Schaden durch Windwetter nehmen, zum Beispiel Farben, die dann verblassen würden und so weiter oder gar abblättern. Deshalb werden am Montag und Dienstag kommender Woche die kleinen Kunstwerke von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amt für stadtwirtschaftliche Dienste vorsichtig eingesammelt, verladen zum Bauhof gebracht. Dort werden sie den Winter über verbringen. Es gibt den Wunsch vieler Stralsunderinnen und Stralsunder, die bemalten Steine zu bewahren. Dafür ist die Zeit jetzt genau richtig, vor Kälte und vielleicht sogar Schnee und vor Zerstörung zu bewahren. Wir stehen mit der Initiatorin in Verbindung und entwickeln eine Idee, wie die Steinschlange ab Frühjahr nächsten Jahres allen Stralsunderinnen und Stralsundern sowie den Gästen unserer Stadt dauerhaft präsentiert werden kann. Und Punkt 3, die Absage unseres Weihnachtsmarktes. Wie Sie alle wissen, verbietet uns die Landesordnung zur Eindämmung des Coronavirus § 2 in Kombination mit § 8 eine Durchführung des diesjährigen Stralsunder Weihnachtsmarktes. Glauben Sie mir, niemand ist darüber wirklich betrübter und trauriger als ich. Es tut mir unendlich leid, vor allem für die Stralsunder Familien, unsere Gäste, aber auch für unsere Händler und Schausteller. Unsere Stadt ohne Weihnachtsmarkt, das ist wirklich bitter. Die Rechtslage ist aber eindeutig und die Infektionszahlen sind es auch und sprechen eine sehr deutliche Sprache. Die Tendenz steigt. Ich bin als Oberbürgermeister auch an Recht und Gesetz gebunden und hier gibt es keinen Abwägungsspielraum. Ich kann also nur an Sie alle, an uns appellieren, bleiben wir unserer Maxime treu, Stralsund hält zusammen und stehen wir das gemeinsam durch. Natürlich versuchen wir nach Kräften und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten dennoch Weihnachtsstimmung in unsere Stadt zu bringen. Dazu gehören zum Beispiel festliche Beleuchtung, der große Weihnachtsmarkt auf dem alten Markt, der große Weihnachtsbaum auf dem alten Markt. Aber ich bin mir sicher, dass wir noch eine ganze Reihe mehr auf die Beine stellen werden. Vielen Dank. Danke, Herr Oberbürgermeister. So, kommen wir zum Top 7. Im Vorfeld hat sich das Präsidium und der Oberbürgermeister ins Benehmen gesetzt. Wir haben entschieden, dass wir die Anfragen alle schriftlich beantworten. Ich glaube, die Antworten liegen Ihnen allen vor. Wir werden folgendermaßen so verfahren.
Ich lese Ihnen jetzt den Antrag vor. Falls es noch Nachfragen gibt, werden die natürlich dann auch wieder schriftlich beantwortet. Ja? Okay, fangen wir an. 7.1, Herr Robert Krämer, da haben Sie eine Nachfrage. Gut, danke. 7.2, Jens Kühne, Nachfrage. Ich habe die Antwort noch nicht erhalten gehabt, also die habe ich noch nicht gelesen. Die andere hatte ich gelesen, aber die habe ich nicht bekommen. Antworten sind eigentlich allen zugegangen. Gut. Gut, klären wir. Wir machen noch eine kleine Pause und dann wird es geklärt, ja? Einfach dann? Gut. 7.3, Herr Audemein, Nachfrage. Auch keine? Die Antwort liegen allen vor. Wird auch geklärt. Die Antwort. Die liegt euch vor. Liegt euch doch allen vor. Die Antworten sind alle heute rausgegangen. Gut. 7.4, Mike Hofmann. Danke erstmal bis hierhin, aber ich werde natürlich nochmal gelegentlich nachfragen, wenn es was ergibt. Gut, danke. 7.5, Thomas Haag. Danke. 7.6, Daniel Rudis. Dankeschön. 7.7, Ann-Christine von Allwürden. Nachfrage? Nein, danke, keine Nachfrage. Gut, danke. 7.8, Ralf Klingschat. Danke, keine Nachfrage vorerst. Dankeschön. 7.9, Auswirkungen der Sanierung, Michael Liebeskind. Erstmal keine Nachfrage, danke. Dankeschön. 7.10, Matthias Mieseler. Erstmal keine, danke. Danke. 7.11, Ute Bartel. Vielen Dank für die Antwort, im Moment keine Nachfragen. Danke. 7.12, Heike Korinth. Zunächst nicht. Danke. 7.13, Bernd Buchsbaum. Ja, die Antwort hat mich nicht erreicht. Zunächst habe ich keine Nachfrage, wenn ich es lese, mal schauen. Aber ist gut zuerst mal. Danke. 7.14, Frau Friederike Fechner. Danke, keine Nachfrage. Danke. 7.15, Jürgen Suhr. Vielen Dank, derzeit keine Nachfrage. 7.16, Robert Krenert. Erstmal nicht, danke. 7.17, Sebastian Lange. Danke, erstmal keine Nachfragen. Danke. 7.18, Josephine Kümpers. Derzeit nicht. Danke. Das waren die Anfragen. Einwohnerfragen gibt es heute nicht. Wir kommen zu den Anträgen 9.1, Nutzung der Geothermie in der Hansestadt Straße. Bitte, Herr Adomait. So schnell alles, Mensch. Gut, fangen wir an. 2013 haben wir eine Biogasanlage errichtet, die 2014 eigentlich schon veraltet war. Seit 2013 wurden noch keine Anlagen mehr errichtet und in 20 Jahren läuft ja die Fördermittel, die EEG-Zulage läuft ja aus, also sie ist in 10 Jahren unrentabel. Das ist immer so. Und die einzige konstante Energiegewinnung ist die Thermoenergie durch die vorhandenen Fördermittel oder vorhandenen Lagerstätten. Können wir 6 Megawatt errichten, Anlage. Die reicht aus für 3.000 Haushalte und gibt eine konstante Energie ab und ist auch förderfähig mit 25 Cent pro Kilowattstunde. Und deswegen habe ich diesen Antrag gemacht. Ich meine, gut, vor 5 Jahren haben wir die Löcher verfüllt mit Beton, aber die Anlage, die Rohre waren auch schon veraltet. Und nach Aussagen von Herrn Kappner vom Bergamt haben wir die Voraussetzungen, um hier ein Geothermiewerk zu errichten. Und deswegen sollten wir alles prüfen, um darauf Fördermittel einzustellen, weil Windkraftanlagen ist so gut wie out, ist nur mit starkem Widerstand gegen die Betroffenen durchzusetzen. Das führt zur Politikverdrossenheit und ein anderes Wahlverhalten. Die können machen, was sie wollen, ob zu See oder zu Land. Sie machen mehr Schaden als Kohlekraftwerke und deswegen ist die einzige Energiequelle, die sauber ist, von der Bevölkerung auch akzeptiert wird,
die Geothermie. Und deswegen hoffe ich ja, dass Sie meinen Antrag zustimmen. Das Falsches gewählt? Nein. Gut. Was? Gut. Herr Buchsbaum. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Altomeit, ich beziehe mich mal auf den folgenden Antrag auch noch, 9.1 und 9.2, das ist ja praktisch ähnlich. Das geht ja um die Nutzung der Geothermie. Also wenn ich jetzt visionär zum Beispiel an die Umsetzung dieser Anträge in den Vorlagen, die da beschrieben sind, denke, kann ich auf jeden Fall einen vielfältigen Gewinn für die Hansestadt Stralsund erwarten. Allerdings jedoch, Herr Altomeit deutet das ja an, wir hatten dieses Jahr im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben den Herrn Kartner vom Bergamt und er hatte einen relativ langen und sehr guten und tiefgründigen Vortrag gehalten über die Nutzung und über die Situation der Geothermie hier in der Hansestadt Stralsund, hat auch historisch einen kleinen Rückblick gehalten. Und was hier stimmt, Herr Altomeit, die Voraussetzungen sind in der Hansestadt Stralsund gut, allerdings die geologischen Voraussetzungen sind gut. Es ist erwähnt worden, dass zum Beispiel im Jahr 1995 eine Energieversorgungskonzeption für den Stadtteil Grünhufe und das Krankenhaus West und Freizeitzentrum Hansedom zur Thermalwassergewinnung erarbeitet worden ist. 1996 ist eine Konzeption erarbeitet worden für einen tiefen Wärmespeicher im Wärmeversorgungsgebiet Grünhufe. 2008 ist ebenfalls eine Konzeptstudie zur saisonalen Wärmespeicherung an diesem Standort erarbeitet worden. 2009 ist eine konzeptionelle Betrachtung zur Nachnutzung der entsprechenden Teufen angestellt worden. Und natürlich auch das letzte war 2012 das Konzeptgespräch zur neuen Chancen der Nachnutzung der Altbohrungen am Standort Stralsund. Das hat eine ganze Menge Untersuchungen gegeben und Betrachtungen und Abwägungen, ob das überhaupt noch sinnvoll ist. Weiterhin, Herr Altomeit, das geht aber auch aus dem Protokoll, aus der Ausschusssitzung hervor, als zum Beispiel formuliert von 2006 bis 2013 hat das Bergamt in Stralsund versucht, ein Projekt zu entwickeln und die Aktenlage zeigt, dass das Vorhaben nicht wirtschaftlich gewesen wäre. Das ist das Problem. Es ist auch geschildert worden, dass man in etwa für Teufungen von 1.500 bis 1.600 Bohrkosten von 3 bis 4 Millionen Euro aufwenden müsste. Ein Bau der Sohleleitung würde 1 Million Euro kosten. Und zwar sind das beträchtliche Beträge. Für eine Heizzentrale müssten ca. 5 Millionen, das ist alle Schätzung, aufgewandt werden. Berücksichtigt man, dass auch dargestellt worden ist, dass die Förderquote bei etwa 25% liegt, kann man sich schnell ausrechnen, dass die Hansestadt Stralsund in etwa 7 Millionen Euro aufbringen müsste. Die Stadtwerke Stralsund hatten auch bereits eine Bewilligung zur Förderung des Wassers. Die Bewilligung ist aber ausgelaufen. Letztendlich die Förderkulisse in Deutschland, auch in Mecklenburg-Vorpommern, ist dermaßen unterschiedlich, sodass eine wirtschaftliche Nutzung jetzt zurzeit gar nicht möglich wäre. Und deswegen halte ich die beiden Anträge, so nett sie in der Vision sicherlich gemeint sind, aber ökonomisch nicht vertretbar für die Hansestadt Stralsund. Das sind Anträge, die würden nur die Verwaltung belasten. Und ich denke, unsere Verwaltung hat ausreichend andere Dinge zu tun, die sinnvoller und nötiger sind, als jetzt so eine Anträge, wo man ganz genau weiß, was dabei rauskommt, zu bearbeiten. Deswegen werbe ich dafür, so leid es mir tut, die beiden Anträge denen nicht zuzustimmen. Recht schönen Dank. Herr Adelmeid. Also, Herr Buchsbaum, Ihre Ablehnung hätten Sie kürzer fassen können. Es ist also echt gesagt, Herr Präsident hat extra gesagt, wir sollen uns kurz fassen. Ich meine, nur die wichtigen Sachen sagen sollen. Hätte sagen sollen, auf wirtschaftlichen Gründen lehne ich das ab, ganz einfach. Aber Herr Kartner hat auch gesagt, das Problem ist, andere wie Neubrandenburg, Schwerin, die haben Visionäre gehabt und die wir nie gehabt haben, ganz einfach. Und die wissen ganz genau, die Fördermittel, soll ich sagen, haben sich ja verändert. Es werden nicht mehr Sachen gefördert, zum Beispiel wie Biosanlagen oder Windkraftanlagen vielleicht. Aber eines Tages, Geothermie ist groß im Kommen. Schwerin, alles, alle machen in Hamburg, alle wollen Geothermie machen, weil das ist die einzigste konstante Energiequelle, die wir eines Tages haben und die von der Bevölkerung auch akzeptiert wird. Und Ihre Sachen, die Sie da vorgestellt haben, seit 5 Jahren weiß ich das. In meinem Sender soll ich anders sagen können, sagen wir zu, ich lehne ab und es gut. Deswegen 7 Millionen, 1 Million. Was meinen Sie, was eine Windkraftanlage kostet? Meinen Sie, kriegen Sie für ab und ein Ei? Kostet auch ein paar Millionen. Das sind auch Fördermittel.
Und es gibt keine erneuerbare Energie, die ohne Fördermittel laufen kann. Das habe ich genau gesagt. Und deswegen hoffe ich doch, dass Sie meinen Antrag zustimmen, weil es geht darum, Fördermittel einzuholen, zu bekommen, Quellen. Und am Ende sollen wir uns sagen, was uns Fördermittel, was wir zur Verfügung haben und daraus was zu machen. Und wenn wir sagen, wir kriegen keine Fördermittel, dann würden wir trotzdem ablehnen noch. Danke. So, noch ein kurzes Statement von, ja, Herr Philipp. Also wir werden den Antrag zustimmen hier, und zwar, weil, ich sag mal, die Stadtwerken oder der Stadt, ich sag mal, die Innovation der Stadtwerke lässt ja auch zu wünschen übrig zurzeit, und dann kann man da ruhig mal mit Innovation um die Ecke kommen, und da ist mich ja, glaube ich, der Antrag ist halt genau richtig. Herr Dr. Zabel. Also den letzten Halbsatz, den habe ich jetzt mal, da würde ich gerne noch was zu sagen, dass da keine Innovationen stattfinden und keine Veränderungen bei den Stadtwerken, halte ich für ein Gerücht. Grundsätzlich ist das Problem, dass wir ja schon mehrfach dieses Thema auf dem Tisch haben. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Das Einzige, was man vielleicht noch mal machen könnte, und da würde ich Herrn Adomeit auch darum bitten, dass er das Thema vielleicht wirklich mal in einem Ausschuss noch mal auf die Tagesordnung bringt, und gegebenenfalls, das kann man ja auch im Wirtschaftsausschuss machen, und sich jemanden einlädt, der sich mit diesen Themen gut auskennt, vielleicht auch von der Hochschule Stralsund, und dass da vielleicht auch nochmal ausgiebig Vor- und Nachteile, Kosten, Zukunftsvisionen in diese Richtung diskutiert werden könnten. Das wäre sozusagen mein Wunsch und auch der Vorschlag. Ja, Herr Adomeit. Aber das war ja schon ein paar Mal im Ausschuss, und die Hochschule hat kein Interesse an Geothermie, das ist so, die bezieht sich voll auf Wasserstoff, das ist ihr Thema Nummer eins, und Sie werden ja so blöd jetzt sagen, wie man Geothermie, wenn Sie jetzt auf Wasserstoff geschmissen haben, das wäre Quatsch, das wäre für die kontraproduktiv, das würden Sie nicht machen, weil die wollen ja auch Fördermittel haben, und deswegen normalerweise, also es kann sein, was man will, entweder wir entscheiden es jetzt für die Zukunft, was ein paar Jahre so und so kommen wird, weil ich kann mir vorstellen, dass die Biogasanlage noch eines Tages laufen wird, weil es gibt ja eine neue Düngermittelverordnung. Das heißt, die Monokulturen können nicht mehr überdüngt werden, die müssen mal zurückfahren. Und der Gründünger, der rauskommt auf die Biogasanlage, den will er keiner mehr haben, weil er im Großen und Ganzen die Böden kaputt macht. Also wir können uns eines Tages, ein paar Jahren, wenn wir uns umgucken, die Biogasanlage wird so nicht mehr laufen können. Danke. Herr Kühne und dann Herr Suhr. Ja, also Herr Adomeit möchte das ja auch, dass es geprüft wird. Es ist noch keine Chance dazu, für uns Geld auszugeben. Somit wird unsere Fraktion dem natürlich auch zustimmen. Das zu prüfen richtet keinen Schaden an. Und dann brauchen wir auch darüber nicht weiter zu diskutieren, denke ich. Also Verweisung im Ausschuss, ja? Ja. Okay, gut. Herr Suhr? Dann hat sich mein Antrag erledigt. Ich hatte Herrn Dr. Zabel auch so verstanden. Mhm. Das wollte ich mal klären. Dankeschön. Ja. Okay. Weiß ich die drei Anträge für. Gut, weitere Fortmeldung sehe ich nicht. Wer dem Antrag zur Verweisung zustimmen kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit gegenstimmen. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Und damit ist diesen Antrag stattgegeben, mehrheitlich. 9.2. Einrichtung eines Kurbäderbetriebes in der Hansestadt Stralsund. Herr Adomeit, bitte. Ja, machen wir mal, und wir sind ja mal Luftkurort geworden, vor letztes Jahr, glaube ich, Luftkurort. Und wir können das eigentlich, wir haben auch Infrastruktur, ist ja vorhanden, das Schwimmhalle, das Spaßbad und die Anlagestätten liegen da in der Nähe. Und es wäre doch schön, wenn wir eines Tages mal ein Thermalbad eröffnen könnten. Dann hätten wir den ganzjährigen Tourismus und dann würden auch unsere Hotels vielleicht mehr Besucher haben und das einen ganzjährigen Tourismus hier hätten mit Kurbäderbetrieb und alles. Und deswegen würde ich mich freuen, meinen Antrag zuzustimmen, weil das ist die Zukunft. Danke. Wortmeldung? Keine. Wer diesen Antrag zustimmen geben kann, bitte ums Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Damit ist dieser Antrag nicht stattgegeben. Stimmenthaltung? Keine. 9.3. Zwei Straßenleuchten für den Sassnitzer Weg. Herr Adomeit, Sie haben das Wort. Das Problem ist, dass die Dunkelsäcke von Straßen.
Dort geht der Ostseeküstenradwanderweg lang und in dem Bereich sind auch schon Schotter auf Asphalt oder Asphalt auf Schotter. Ja, den Bereich meine ich ja wohl nicht. Das ist ja wohl eine Frechheit, das Bild. Genau, die Ecke meine ich da. Und das ist da wirklich wahr und das, soll ich sagen, dunkel wie ein Bärenarsch. Und ich finde das da zum Heulen, weil dort waren schon mehrere Unfälle, auch mit Radfahrern und da ist auch eine Jogging-Ecke oder Läufer-Ecke, laufen auch viele Damen lang und ich, auch im Interesse der Radfahrer, der Anwohner und alle, die dort bewegen, es wäre doch wirklich sehr lieb und nett, zwei kleine Lampen. Danke. Ja, danke für die drastische Beurteilung. Herr Dr. Zabel. Ja, ich glaube, man muss da gar nicht so viel begründen. Wenn da ein Missstand ist, dann muss sich das die Verwaltung anschauen und prüfen, ob der abzustellen ist. Fertig, Dankeschön. Frau Bartel. Also Herr Adung, Herr Dammert, haben Sie wirklich recht, da muss das verändert werden. Das ist ein doofes Wort. Vielen Dank für den Antrag, wir stimmen dem zu. Gut. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wer diesen Antrag zustimmen geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die übergroße Mehrheit. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. Einstimmig. Siehst du? Geht doch. Gut, 9.4. Änderung der Beschilderung in der Böttcherstraße zwischen Filter- und Ossenreierstraße. Einreicher Herr Stefan Baustier. Nicht begründet. Gut. Danke. Keine weiteren Wortmeldungen. Wer diesem Antrag zustimmen geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltung. Einstimmig. Auch gut. 9.5 ist zurück. 9.6 zur Vergabe von Erberechten, Fraktion Bürger für Stralsund. Bitte, Herr Haag. Ja, bitte, sage ich selbst Worten. Ich erkläre mich für befangen, weil ich ein Erberecht im Heilgeistkloster habe. Okay, gut. Zur Kenntnis auch, Sie müssen sich. Ja, bitte. Also erstmal, Herr. Der Einreicher erstmal, ne? Bitte, Herr Haag. Dann. Nochmal? Ja, in der Tat nochmal zur Geschäftsordnung, weil wir in der Tat in der Fraktion, vielleicht ist da das Rechtsamt ja der geeignete Partner, gefragt haben, ob da eine Befangenheit vorliegt von Herrn Dr. von Bosse und ich glaube auch von anderen, die ja dann durch den Antrag unmittelbar profitieren würden. Vor dem Hintergrund würde ich gerne wissen, ich glaube, dass es wichtig ist, das zunächst mal zu klären. Okay. Das klären wir, wir machen eine kurze Auszeit, ja? Wer will denn jetzt sich noch für befangen erklären? Ja, natürlich müssen wir sich doch fragen, wer es jetzt, wen es denn jetzt betrifft. Also, Herr Dr. Zabel. Es ist ja relativ klar, dass man, wenn man selber Erbbaupächter ist in Stralsund und der Antrag darauf abzielt, dass man kaufen kann und man dadurch sozusagen eine andere Rechtssituation herstellen kann, dann muss man sich dann bei der Abstimmung erkenntlich geben und behalten. Ja, ja. Ja, da fragen wir doch einfach das Rechtsamt. Es gibt so einen Massenvorteil, wenn du sagst, du machst. Alle Straßen, aber sie mussten nicht ausgeben. Ja. Dann weiß ich nicht, ob schon hoch. Also, ich bin auch der Meinung, das spricht viel dafür, dass in diesem Fall eine Befangenheit vorliegt. Also, die Möglichkeit reicht ja, hier einen Vorteil durch den Beschluss zu erhalten. Und da würde ich Herrn Dr. Zabel völlig recht geben, das ist hier nicht von der Hand zu weisen. Ja. Okay. So, Herr Pieper. Ja, ich glaube, wir sehen das ja gerade, dass wir umfangreiche Fragestellungen dazu haben. Ich würde den Antrag in den Verweis in den Finanzausschuss stellen, um A, die Rechtsfragen zu klären und B, die Auswirkungen auf den Haushalt. Okay, Herr Dr. Zabel nochmal. Bevor vielleicht Thomas Haag nochmal was zu sagt, ich will grundsätzlich sagen, dass wir diesem Antrag recht positiv entgegenstehen oder gegenüberstehen oder mit dem Antrag auch liebäugeln, den zu unterstützen. Ich glaube aber, es gibt tatsächlich noch ein, zwei Punkte, die wir prüfen
um welche Summen geht es, um wie viele Grundstücke geht es an der Stelle. Also grundsätzlich finden wir das gut. Und wir würden, wenn Thomas Haag einverstanden ist, dass wir das in den Ausschuss schieben und dann nochmal... Darf ich mal ganz kurz... Ich wollte ganz gern, darf ich noch ergänzen oder wolltest du jetzt... Ich würde gern, die Änderung wollte ich jetzt gern, na gut, dann machen. So, jetzt der Einreicher. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie denn nach 5 Minuten auch mal rankommen, obwohl ich mich wirklich als Erster gemeldet hatte, als Einreicher. Vielleicht beim nächsten Mal bitte darauf achten. Und jetzt sind wir an der Diskussion schon viel weiter. Ich glaube, inhaltlich steht vieles in der Begründung durch und so wie ich unsere Bürgerschaftsmitglieder kenne, haben sich die ja alle durchgelesen. Dieses fasst natürlich auch schon auf den Hiddenseebeschluss, aber auch wir haben noch mal überlegt in der Fraktion und wollten das berühmte Wort dazwischen setzen. Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen. Und damit glauben wir, hat sich das denn, nämlich deshalb, da habe ich eben dagegen gesprochen, Herr Dr. Zabel, als Sie den Antrag stellen wollen im Finanzvergabeausschuss, weil unser, glaube ich, weitergeht, dass es erstmal geprüft wird und dann wird der Herr Oberbürgermeister den richtigen Weg finden, das über den Finanz- und Vergabeausschuss wieder der Bürgerschaft zuzuführen. Deshalb wollte ich unbedingt als Erster reden, dann hätten wir uns vielleicht wieder eine Minute Zeit gespart. Vielen Dank. Bitte. Gut, ich würde jetzt nochmal ansetzen, weil sich das damit nicht erledigt hat für uns. Also wir würden den Antrag ganz gern verweisen, auch als Prüfantrag verweisen. Und zwar einfach vor dem Hintergrund, dass wir eine Ergänzung mit einbringen möchten in die Prüfung. Und zwar soll geprüft werden, dass die Hansestadt Stralsund zukünftig keine Erbbaupachtverträge bei Grundstücken zu Wohnzwecken auf dem Gebiet der Hansestadt Stralsund mehr abschließt, sodass man diesen Punkt mit aufnimmt. Das heißt, nicht nur einmal aufmacht, sondern auch für die Zukunft dort eine Regelung hat für die Stralsunder, die zu Wohnzwecken Grundstücke erwerben wollen. Dankeschön. Gut, Herr Haag. Dem können wir natürlich mitgehen, hätte ich als selbstverständlich, wenn wir diesen Ursprungsbeschluss gefasst hätten, hätte ich ihn als selbstverständlich erachtet, aber wir wissen, da muss er manchmal immer noch ein klein bisschen unsere Anträge noch besser machen. Uns fällt da ja auch wieder was ein, Herr Dr. Zell. Herr von Bosse. Die Frage ist, durfte Herr Haag überhaupt hier sprechen, denn er ist ja auch befangen als Erbrechtsnehmer im Kloster. Haben Sie sich als befangen erklärt und dürfen zu diesem Tagesordnungspunkt gar nichts sagen? Frage mich, wie das schon überhaupt kommt. Und zweitens, wenn Sie schon mit Stasi-Fingern arbeiten, ich bin kein Erbbaurechtsnehmer im Kloster mehr. Falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, wohne ich schon ein halbes Jahr nicht mehr im Kloster. Tut mir leid. Da habe ich Überwachung geschlafen, Genosse Bosse. Naja, könnte ich schon mal austauschen. Ja, wo wohnen? So, wir haben einen Verweisungsantrag mit diesem geänderten Prüfauftrag, ja? Gibt es keine weiteren Wortmeldungen, da diesen Verweisantrag in den Ausschuss Zustimmung geben kann? Bitte ums Kartenzeichen. Das ist über große Mehrheit. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Einstimmig, danke. Grundstückspreise in Stralsund, Fraktion Bürger für Stralsund 197. Bitte, Herr Haag. Schön, darf ich jetzt erst reden. Ja, auch dieser Antrag fußt ja hauptsächlich auf den Beschluss, den wir letztens im nicht öffentlichen Teil getroffen haben, dass die Hittenseer, die Neuendorfer Bürger, ihre Grundstücke zum halben Bodenrichtwert kaufen können. Da sagen wir natürlich, es ist eine Ungleichbehandlung und dann müssen wir die Stralsunder Bürger genauso stellen. Und dieses wollen wir mit diesem Beschluss erreichen. Wir werden uns auch noch was überlegen, was mit denen passiert, die in den letzten 30 Jahren gekauft haben. Das ist aber heute nicht Inhalt des Beschlusses, sondern wir denken ganz einfach, damit alle gleich behandelt werden, dann müssen wir hier dieselben Dinge zugrunde legen wie für die Hiddenseer. Vielen Dank. Danke. Herr Dr. Zabel, dann Herr von Bossel. Wir haben natürlich das Problem, dass wir in § 56 Absatz 6 der Kommunalverfassung zu stehen haben, oder 5 ist das, Absatz 4 ist das, glaube ich, dass die Grundstücke zu ihrem vollen Wert veräußert werden müssen, soweit nicht ein besonderes öffentliches Interesse Abweichung zulegt. Und das öffentliche Interesse ist hier für uns nicht erkennbar, das besondere öffentliche Interesse. Insofern muss dieser Antrag eigentlich abgelehnt werden. Gegebenenfalls, wenn der Antrag mehrheitsfähig ist, müsste aus unserer Sicht der Oberbürgermeister widersprechen. Herr von Bosse, dann Herr Buchsbaum. Der Antrag ist abzulehnen, weil hier die Vollwertveräußerung ja gar nicht möglich ist. Und das, was Herr Zabel gerade sagte, ist ja genau der Punkt, dass man zum Vollwert nur verkaufen darf, verfügen darf.
Und das geht mit diesem Antrag nicht. Und im Übrigen ist es ja so, man kann überhaupt nicht diese komplizierte Situation auf Hiddensee vergleichen mit den städtischen Grundstücken. Das verbietet sich bei Grundstücksfragen. Und das ist keine Möglichkeit, das zu vergleichen. Also abgesehen davon, dass wir ansonsten, was mich erfreut, mal mit Bürger für Straße eine Meinung sind, dass wir diese Hiddensee-Sache ablehnen. Das ist ja wunderbar, dass wir mal eine gleiche Auffassung haben. Aber diese komplizierte Sache dort, die kann man nicht vergleichen mit den städtischen Grundstücken. Herr Buchsbaum. Ja, letztendlich wollte ich das auch formulieren, dass eine Gleichbehandlung da gar nicht möglich ist, weil ja die Unterschiede in der Nutzung der Grundstücke ganz klar sind. Herr Hack, ich weiß nicht, ob Sie das möchten, dass dann die Stralsunder Grundstückseigentümer das auch zulassen müssen, dass dann andere Leute über den Garten oder über den Weg, die dann Eigentum sind, laufen können, dass sie ihren Liegestuhl dort aufklappen können, dass sie da möglicherweise grillen können, dass da Kinder spielen können, genauso wie das jetzt in Neuendorf-Boxhagen üblich ist, dass das auch in Stralsund sein soll. Deswegen ist da keine Gleichbehandlung gegeben und aus diesem Grund ist der Antrag aus meiner Sicht abzulehnen. Ich könnte da noch viel mehr ausführen aus der Historie, aber das haben Sie, denke ich, sicherlich mitgekriegt. Sie sind lang genug in der Bürgerschaft, Sie kennen die ganze Situation und deswegen verstehe ich diesen Antrag nicht. Ich denke, sollte der Antrag ironisch oder sarkastisch gemeint sein, dann finde ich es nicht in Ordnung, dass die Ironie oder der Sarkasmus auf den Rücken der Hiddensee ausgetragen wird. Die haben lange genügend Sorge gehabt, dass sie endlich eine gewisse Rechtssicherheit haben. Ich denke, auch eine große Mehrheit der Bürgerschaft in der Hansestadt Stralsund ist zufrieden, dass endlich eine ausgewogene Lösung zu diesem Problem gefunden ist und dass das jetzt nicht wieder aufgemacht wird. Recht schönen Dank. Herr Hacke. Also wir sehen schon ein besonderes öffentliches Interesse und zwar ist das öffentliche Interesse, Herr Dr. Zabel, die Gleichbehandlung aller Bürger, die ist auch vom Gerecht und von der Verfassung her garantiert und da ist der Stralsunder Bürger genauso viel wie der Hiddenseer wert. Deshalb greift Ihr Punkt nicht. Es müsste auch da im Einzelfall beschlossen werden. Weshalb, wenn es soweit kommt, werden wir die Mehrheit erreichen. Über die Einlassung, die sehr lange Einlassung von Herrn Buchsbaum will ich gar nicht so viel sagen, aber Herr Buchsbaum, Sie haben wie so oft das gesamte Problem überhaupt nicht verstanden und sich auch gar nicht damit auseinandergesetzt. Einfach ein paar leere Sprechhülsen hinterhergeschoben und dann ist gut. Ich bin mir zu schade, darauf zu antworten. Danke sehr. So, gibt es weiteren Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer diesen Antrag Grundstückspreise in Stralsund Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wer ist dagegen? Das ist die Mehrheit. Stimmenthaltung? Eine. Damit ist diesen Antrag nicht stattgegeben. 9.8 zum Parkhaus am Meeresmuseum. Fraktion Bürger für Stralsund. Wer möchte reden? Herr Haag, bitte. Wunderschön im Fluss. Ja, uns wurde allen bekannt gegeben, dass es mit der Bebauung auf dem Parkhaus am Meeresmuseum leider nichts wird. Das haben wir wirklich, ich weiß nicht, wie lange das Parkhaus jetzt schon gibt, denn es ist bald 15 Jahre mindestens. Und wir hatten eigentlich alle darauf gewartet, dass endlich was passiert. Jetzt kommt die Absage. Wie wir alle wissen, hat die LG gesagt, das ist nicht machbar. Und da denken wir ganz einfach, es ist kein schöner Platz, der uns, glaube ich, auch hier in der Bürgerschaft mit Anfragen und Anträgen schon sehr oft beschäftigt hat, dass da endlich mal was Schönes, was Ordentliches entsteht. Und dann machen wir ganz einfach den Vorschlag, dass der Oberbürgermeister doch bitte prüfen möge, dass wir da eine grüne Oase für die Innenstadt kriegen. Es wird so oft gesagt, oder wir haben uns schon so oft hier drüber unterhalten, dass wir in der Innenstadt doch mehr Grün für die Bewohner und auch für die Besucher als Ruhezentrum, als Ruhepunkt brauchen. Und wir denken, hier besteht jetzt die Chance. Aber wir sagen auch nicht, mach es, sondern bitte prüfen Sie, Herr Oberbürgermeister. Ich glaube, für Stralsund, für die Stralsunder, für die Innenstadtbewohner würden wir damit eine ganze Menge schaffen. Vielen Dank. Danke, Herr Bauschke. Also zu dem Punkt und auch zu der Begründung, die ihr ausgeführt habt, habe ich einen anderen Sachstand. Mir ist bekannt, dass es aus jetzigem Stand wirtschaftlich nicht darstellbar ist, aber es durchaus technisch umsetzbar wäre. Insofern würden wir als Fraktion dieses Projekt und dieses Vorhaben an der Stelle nicht aufgeben wollen. Ich glaube auch nicht, dass wir an der Stelle so, dass es prädestiniert dafür ist, da einen Kinderspielplatz und einen Bewegungsparcours zu machen. Ich glaube, da sind andere Standorte geeigneter. Ich glaube schon, dass wir als Bürgerschaft an der Stelle auch an der Bebauung festhalten sollen, zumal es ja zumindest nach derzeitigem Stand ja auch einen gültigen B-Plan an der Stelle gibt. Und vor dem Hintergrund, weil es nicht grundsätzlich nicht möglich ist, würden wir hier den Sachantrag ablehnen. Danke. Weitere Wortmeldung? Ja, bitte, Frau Bartel. Wie im Ausschuss deutlich wurde,
geht es ja um die Ertüchtigung des ganzen Parkhauses. Und wir sind auch nicht der Meinung, dass wir da jetzt bestimmte Projekte aufgeben sollten. Wir stimmen gegen diesen Antrag. Danke. Herr Suhr. Es geht ja hier um einen Prüfauftrag. Und in dem Zusammenhang spielt ja eine große Rolle, wie ist das wirtschaftlich darstellbar. Da geht es ja unter anderem um erhebliche Sanierungsaufwendungen nach unserer Kenntnis. Und gerade vor dem Hintergrund, glaube ich, macht es Sinn, dass der Oberbürgermeister einmal prüfen kann und dann der Bürgerschaft auch offiziell jenseits von Aufsichtsräten zum Beispiel Erkenntnisse zukommen, die dann eine bewusste Entscheidung zulassen. Insofern werden wir dem Antrag zustimmen. Herr Quintana-Schmidt, dann Herr Buchsbaum. Ja, also wir werden dem Antrag auch zustimmen. Wie gesagt, Herr Suhr hat im Grunde unsere Begründung vorweggenommen. Wir sehen es ganz genauso. Insofern fasse ich mich hier kurz. Wir werden dem auch zustimmen. Herr Buchsbaum. Ich würde mal den Oberbürgermeister gerne fragen, wie die Prüfung aussehen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass das innerhalb eines Ideenwettbewerbs, den man möglicherweise deutschlandweit ausschreiben könnte, was kann man da machen, wie kann dieses Grundstück weiterentwickelt werden. Sicherlich gibt es Bauhochschulen, es gibt sicherlich Diplom-Doktorarbeiten, dass man das zum Thema macht. Wäre das auch eine Möglichkeit, Herr Dr. Batrou? Herr Buchsbaum. Das ist erstmal ein Prüfauftrag, den kann der Oberbürgermeister nicht jetzt gleich umsetzen und prüfen. Nein, ich frage, ja, also. Was die Möglichkeiten wären. Bitte, Herr Dr. Zabel. Vielleicht noch mal eine Frage dazu. Ist es denn tatsächlich der Sachstand, dass es völlig unwirtschaftlich wäre, das zu bebauen? Also ich kenne den Sachstand dazu nicht. So, die Verwaltung, bitte. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Positionen zu. Vor allen Dingen ist die Gesellschaft, die damit beauftragt wurde, in einer schwierigen Situation. Auch deshalb, weil sie nur bedingt leistungsfähig im Wohnungsbau ist und deswegen zu Preisen kommt, im Bau unabhängig von dem Zustand der Tiefgarage, die derzeit nicht marktgerecht sind. Das heißt nicht, dass man dort nicht bauen kann. Das heißt nur, dass die LEG dort unter den Bedingungen nicht kostendeckend bauen kann. So, und wir müssen uns die Frage stellen, und da bin ich auch ein Stück weit enttäuscht in der Situation, dass wir feststellen, dass an vielen Stellen wir als öffentliche Hand oder mit unseren Gesellschaften nicht in der Lage sind, kostendeckend das hinzukriegen. Das ist die Situation. Das heißt aber nicht, dass man dort nicht bauen kann. Und ich bin einfach nur erstaunt, bei den Grünen ist es ja mittlerweile wirklich so, egal, wo ein Bauwerk verhindert werden kann, da sind sie immer dafür. Das ist ja auch die Grundhaltung mittlerweile. Wir gucken uns das genau an. Eine Grünanlage dort ohne weiteres zu bauen, geht derzeit nicht, auch weil es keine saubere Abdichtung nach unten gibt, die dafür sorgt, dass Verwurzelung und Entwurzelung in die Konstruktion hinein. Das müsste man dann alles aufbauen. Das ist sehr fragwürdig, ob das eine wirklich gute Idee ist. Was ich allen recht gebe, ist, dass der Zustand, so wie er jetzt ist, so dauerhaft nie bleiben kann. Aber ich bin unglaublich zuversichtlich, dass wir auch mit der neuen Dynamik, die wir nochmal im Bauamt dazu gewonnen haben, da eine Beschleunigung hinkriegen. Also wie Sie es jetzt auch immer abstimmen, wir würden in jedem Fall den Sachverhalt prüfen. Aber eine Altstadt jetzt auch aufzuhören, zu bauen, Herr Suhr, kann man so machen. Ich sehe es so nicht. Herr Kühne, dann Herr Suhr, Herr Adermatter. Ja, also ja. Die Frage ist ja, da kam der Oberbürgermeister ja schon gerade drauf, wir können ja in 10 Jahren immer noch darüber reden, weil es immer noch so aussieht, wie es jetzt ist. Man könnte ja zumindest kostengünstig das Ganze schon mal wenigstens vernünftig begrünen, alles drum und dran, damit es dann insgesamt auch gepflegt und ordentlich schon mal aussieht. Und das, denke ich mal, sollte den Kostenrahmen auch noch nicht sprengen. So, Herr Adam mal zuerst und dann Herr Suhr. Ich muss sagen, letztes Jahr, glaube ich, was letztes Jahr, vor 1,5 Jahren, haben wir mal einen Antrag gestellt, damals einen städtischen Kindergarten zu errichten. So, das war, glaube ich, 1,5 Jahre her. Und dann haben wir die Idee gehabt, dieses Grundstück zu nehmen, weil es ja ideal ist. Egal. Ja, nee, es war das Ding da oben. Egal wie, und dann wurde uns gesagt, das Grundstück ist verkauft. Deswegen staune ich ja jetzt, es ist verkauft worden schon damals, dieses Grundstück. Er hat dazu direkt an. Also der Kindergarten war der Marstall, den wir machen wollten, da wo jetzt hier die Krockbude drin ist, so. Da soll der Kindergarten rein. Und ein Grundstück war verkauft, der hat aber nicht bebaut, das ist wieder zurückgefallen an die Handelsstadt. Gut. Herr Zwor. Herr Oberbürgermeister, so manchmal habe ich das Gefühl, wir verstehen uns in der Tat nicht so richtig. Deshalb will ich es an dieser Stelle nochmal erläutern. Ich glaube, dass es notwendig ist, der Bürgerschaft zu präsentieren, was ist hier alles möglich. Und für den Fall,
dass das, was in dem Prüfauftrag der Bürger für Stralsund benannt ist, dass es schwierig ist, wirtschaftlich darstellbar ist und so weiter, nicht möglich ist, brauchen wir, glaube ich, eine Alternative. Wir haben mitnichten in irgendeiner Form vor, ein etwaiges Bebauungsverfahren an diesem Standort zu verhindern. Wenn es möglich ist, wenn es zu guten Bedingungen möglich ist, werden Sie unsere Zustimmung erfahren. Das ist, glaube ich, zur Differenzierung nochmal notwendig. Aber wir glauben, dass der Antrag in Richtung Prüfung sinnvoll ist an der Stelle. Das habe ich begründet und deshalb werden wir dem zustimmen. Herr Dr. Zabel. Dann würde ich ganz gerne in den Prüfauftrag auch mit ergänzend einbringen, dass geprüft wird, ob andere Investoren in der Lage wären, das zu wirtschaftlichen Bedingungen zu bauen. Dankeschön. Bebauen. Okay. Der Prüfauftrag ist ergänzt. Bitte. Also ich stimme Herrn Suhr auch ausnahmsweise auch mal zu. Aber ich sage, wir wollen hier auch nichts verhindern. Aber ich sage mal, wer sich heutzutage ein bisschen mit beschäftigt, und ich glaube, der OB macht es tagtäglich mit Bauvorhaben, und wenn man sieht, wie die LEG da gearbeitet hat, schon all die Jahre, und es nicht hingekriegt hat, und da waren einige Leute bei, die da Sachverstand hatten, und statische Probleme im Parkhaus sind, dann glaube ich schon, dass da auch Investoren, ist jetzt egal wie, es sei denn, die SES haut da wieder 2-3 Millionen rein, aber ich glaube, die Fördermittel können wir für andere Sachen gebrauchen. Es ist unrealistisch, zurzeit da was zu bauen. Erstmal kriegen wir die Mietkosten da oben gar nicht rein. Wenn der Investor da kommt, dann muss man auch realistisch sein. Das ist nun mal so. Und die Baukosten sind so hoch, das wissen wir alle. Und deswegen ist in unseren Augen ein vernünftiger Vorschlag. Und ich glaube, den sollten wir auch erstmal ausführen. Und ich glaube nicht, dass die nächsten Jahre da was passiert. Wenn wir da das Parkhaus nämlich sanieren müssen, also ich weiß nicht, wer das machen sollte, hier Investor, und Parkhäuser zu bauen, da wissen wir alle sehr, wie teuer das ist. Also ich glaube schon, dass das ein guter Antrag ist und das sollten wir auch so machen. Herr Dr. Zabel. Gut, ich habe da andere Informationen, dass es durchaus möglich ist und auch wirtschaftlich möglich ist. Und vor dem Hintergrund bitte ich doch um die Ergänzung des Prüfantrages. Es ist ja nicht schlimm, das zu prüfen. Wir sagen das ja immer wieder, prüfen kann man alles. Und wenn dann da rauskommt, es ist doch wirtschaftlich möglich durch einen anderen Investor, dann ist ja nichts verloren, sondern dann hat man verschiedene Alternativen, die man dann besprechen kann. Dankeschön. Danke. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Wir haben einen Ergänzung zum Prüfauftrag. Wer dann mit der Ergänzung diesen Prüfauftrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Einstimmig. Dann ist der geänderte Prüfauftrag abgestimmt. 9.9. Keine augenärztlicher Notdienst in Hansestadt Stralsund. Herr Adomeit, bitte. Eigentlich ist ja ein Kreisproblem, aber Herr Dr. Zabel, das Problem war schon mal vor 2 Jahren bei Ihnen angesprochen, weil die Leute aus Bad, aus Granske, ja, aus Puttgarten, die müssen nach 18 Uhr am Wochenende oder am Sonntag müssen die nach Greifswald. Egal, wie sie hinkommen dort, dass den Leuten auch scheißegal hier in Stralsund, sie müssen sich was besorgen und wenn sie was mit den Augen haben, können sie kein Auto fahren, das ist das Problem. Also müssen sie ein Taxi nehmen und das bezahlen sie Cash. Oder einen Krankenwagen bezahlen sie auch Cash. Und ich finde, das ist doch kein Zustand hier, wenn man wirklich die Angst hat, ein Auge zu verlieren, weil man nicht weiß, wie man nach Greifswald kommen soll. Und Wochenende, ja, ich bin ein alter Ossi, aber Wochenende haben wir alle gearbeitet, irgendwie. Und wenn da was passiert, dann haben sie wirklich schlimm. Und deswegen dieser Antrag, und das kann nicht sein, dass wir seit 2-3 Jahren oder seit 4 Jahren, Herr Dr. Zabel, würde ich schon was sagen zu, keinen augenärztlichen Notdienst haben. Und deswegen bitte ich Sie, diesen Antrag zuzustimmen, dass wir uns endlich mal gerade machen und es muss möglich sein, dass man am Wochenende oder nach 18 Uhr hier zum Augenarzt kann. Auf Rügen genau dasselbe Problem. Die müssen wirklich bis nach Greifswald, ich glaube von Born, die fahren meistens Stars, nach Rostock sogar. Und das kann nicht sein. Bitte unterstützen Sie meinen Antrag. Danke. Frau Kindler. Ja, lieber Michael Adomeit, du wirst von unserer Fraktion dafür volle Unterstützung bekommen. Auch wir haben das wahrgenommen, dass seit 2008 es keinen augenärztlichen Notdienst mehr gibt und Stralsund als ein Oberzentrum, denke ich, steht das zu. Und die Möglichkeit besteht bestimmt, wenn der OB sich an die Augenärzte wendet, vielleicht haben die sogar schon eine eigene Idee, die sie mit einbringen könnten. An die Kassenärztliche Vereinigung. Ja, oder an die Kassenärztliche, hier so steht es, Kassenärztliche Vereinigung. Okay. Bitte, Herr Oberbürgermeister. Das habe ich natürlich gemeinsam mit dem damaligen Landrat Drescher gemacht.
mit dem Erfolg, den Sie heute sehen. Herzlichen Glückwunsch. Ansonsten kann man noch sich an die entsprechenden Ministerien wenden. Die sind dann in der Regel nicht zuständig. Also es ist auf alle Fälle ein Punkt, wo wir hoch bemüht waren und vollständig nichts erreicht haben. Herr Dr. Zabel. Gut, also es gibt, um das einfach nochmal zu erklären, es gibt da ein paar rechtliche Grundlagen, die sind im SGB V geregelt. Die erste Grundlage, die von Bedeutung ist, ist der Paragraph in den 60er, glaube ich, ist das Krankenfahrt oder in den 50ern. Das heißt, wenn man in einer Notsituation ist, nicht Auto fahren kann, dann kann man den Rettungsdienst anrufen oder eine Krankenfahrt buchen und dann wird man auch ins Krankenhaus gefahren. Und zwar in das nächstgelegene Krankenhaus, das diese entsprechende Leistung anbietet. Und das nächstgelegene Krankenhaus, was eine augenärztliche Abteilung hat, ist das Krankenhaus in Greifswald. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt in Deutschland eine Regelung zum kassenärztlichen Notdienst. Auch das ist im SGB V geregelt, also Bundesrecht. Die beinhaltet aber keinen fachärztlichen Notdienst in einem bestimmten Bereich. Es gibt weder einen frauenärztlichen Notdienst noch einen klassischen psychiatrischen Notdienst, augenärztlichen Notdienst. Also es gibt nur einen allgemeinen Notdienst. Und da ist es in der Regel so, dass der hausärztliche Besuchsdienst oder Notdienst letztendlich eher sehr allgemeine Themen sich anschauen kann. Ja, also ich sag mal, eine Augenverletzung ist, glaube ich, nicht unbedingt etwas, wo der kassenärztliche Notdienst ausreichend aussagefähig ist. Gleichwohl gibt es natürlich auch Augenerkrankungen, die mal in so einem Notdienst auftreten können, wo es letztendlich nur darum geht, vielleicht eine Konjunktivitis, also eine Bindehautentzündung, wo man mal eine Salbe aufschreibt und so weiter. Das geht natürlich schon. Aber schwerere Augenerkrankungen können da nicht versorgt werden. Das gilt im Übrigen aber auch für alle anderen Erkrankungen. Auch für, wenn Sie sich ein Bein brechen, das Knie dick wird, auch da kann der kassenärztliche Notdienst nichts machen. Da müssen Sie einen Krankentransport anmelden bzw. die Rettungsleitstelle anrufen und dann werden Sie ins nächstgelegene Krankenhaus gefahren. Und so ist es in Deutschland geregelt. Es gibt keinen fachärztlichen Notdienst, egal in welcher Fachrichtung. Ja, es gibt nur diese allgemeine Möglichkeit der Versorgung. Und Fakt ist auch, dass unter anderem Augenkliniken sich eben auch aus finanziellen Gründen nur in großen Zentren, häufig auch in Universitätskliniken halten und rechnen. Und insofern ist es auch in der Krankenhausplanung Mecklenburg-Vorpommern so vorgesehen, dass nicht Stralsund und auch nicht Ribnitz-Damgarten und nicht Bergen, sondern lediglich die Universitätsklinik in Greifswald und ich glaube in Rostock eine entsprechende augenärztliche Abteilung und eine vollstationäre Versorgung anbieten. Und man muss dann sozusagen aus der Region, wenn ein Notfall ist, dort mit Rettungswagen oder Krankentransport sozusagen sich hinfahren lassen, wenn dort ein entsprechender Notfall ist. Das ist in Deutschland so geregelt. Man kann das gerne versuchen zu besprechen, zu klären. Man kann das auch mit der KV besprechen. Man kann das mit allen möglichen Leuten besprechen. Das Problem ist, dass es so geregelt ist. Und es wird da ganz sicher auch keine Ausnahmeregelung geben, weil wir sagen, wir sind ein Flächenland und wir müssen ja 30 Kilometer fahren. Von Dranske ist es ja noch deutlich mehr, da hat Herr Adomeit recht. Also man kann sicherlich solche Anträge stellen, die sind aber, um das salopp zu formulieren, nicht umsetzbar. Die können wir jedes Jahr wieder stellen. Dankeschön. Frau Kindler, dann Herr Adomeit. Herr Zabel, danke für diese ausführlichen oder diesem ausführlichen Redebeitrag. In vielen Dingen mögen Sie ja recht haben, aber mit einem verletzten Knie kann ich eben auch nach Bergen, kann ich auch nach Stralsund, auch wenn das kein Allgemeinarzt bei seinem Hausbesuch höchstwahrscheinlich versorgen muss, da sind die Wege kürzer. Ich habe so eine Rückmeldung aus der Augenklinik Rostock zum Beispiel, dass es für manche Verletzungen einfach zu spät ist. Das ist das Problem, wenn derjenige vom DAS dann mit dem Krankenwagen, wenn der dann endlich da ist, nach Rostock gebracht wird, ist es oft für diese Augenverletzung zu spät, weil das ein sehr sensibles Organ ist. Knie kann man kühlen, beim Auge ist es manchmal sehr schwer, sie schütteln den Kopf. Es ist doch ein Versuch, der hier wieder neu gestartet wird und von daher ist es doch... Die können alles versuchen, um das ganz kurz zu sagen. Ja, können, na dann das ist Bundesrecht, sie können alles versuchen, sie können auch... Aber ich finde, mir ins Wort gefallen sind, das gehört sich zum Beispiel auch mit. So, Herr Adomeit nochmal. Herr Dr. Zabe, ich weiß, Sie sind Mitglied dieser Kassenärztlichen Vereinigung in unserem Kreis hier, aber nun, wenn Sie jetzt einen haben im Auge, der wirklich wahnsinnige Schmerzen haben im Auge, und dann kommen Sie und halten Ihnen einen Vortrag
warum man ihnen nicht helfen kann. Und er muss es doch einsehen, es gibt gesetzliche Vorlagen. Wissen Sie, wenn Sie vor mir stehen würde, ich würde ausrasten, ich glaube, würde mich vergessen. Und die zweite Sache ist normalerweise, wenn Sie jetzt zum Krankenhaus am Sund gehen, dann müssen Sie einen Krankenwagen, glaube ich, einen Transportschein haben. Denn Transportschein kriegen nur geistig, also soll ich sagen, behinderte Menschen. Der steht Ihnen gar nicht zu. Ich muss eins sagen, mein Enkel war jetzt in der Lage jetzt und hat sich verletzt im Auge. Er musste um 20 Uhr, müsste er in der Kreisfahrt fahren, ging nicht mehr. Und dann habe ich da angerufen und habe gefragt, wegen Transportschein. Er sagt, die Transportschein, die Dame dort, kriegen nur Menschen mit Behinderung und nicht alle. So, und die, meine Bekannten, die mussten dann 60 Euro bezahlen für die Fahrt nach Greifswald, in anderem Fall. Ja, wie ist es nun geregelt? Steht mir ein Krankenwagen zu, egal, kann ich drauf, ich gehe jetzt zum Notdienst, jetzt im Krankenhaus am Sund, ich sage mein Auge, ich kann nicht fahren, dann sagt die Dame jetzt, Augenblick, ich hole den Krankenwagen. Und wie geht das denn vor sich? Wie geht das denn? Herr Dr. Zabelhoch. Es gibt zwei Zugangswege, was Fahrtkostenerstattung betrifft, § 60 SGB 5, kann man sich durchlesen. Das eine ist die Fahrt zur ambulanten Versorgung. Und da ist es richtig so, dass man da einen Krankentransportschein braucht. Zu bestimmten ambulanten Versorgungen kriegt man nur einen Krankentransport, wenn man einen entsprechenden Pflegegrad hat, Pflegegrad 3 oder gehbehindert hat oder eine entsprechende schwere Beeinträchtigung hat. Das ist richtig. Wenn es sich um einen Notfall handelt, dann gilt immer, ich glaube, Absatz 2, § 60 SGB 5, und da steht drin, dass man jederzeit ohne einen Transportschein den Notdienst, Fahrdienst anfordern kann, Rettungswagen anfordern kann. Da braucht man überhaupt keinen Schein. Und wenn es so ein Notdienst ist, braucht man auch keinen Antrag auf eine ambulante Versorgung. Da geht man nämlich erstmal davon aus, dass es eine stationäre Versorgung wird, wenn das so eine schwere Verletzung ist. Und da gilt einfach, das geht ohne Transportschein. Da kann jeder anrufen, die Rettungsleitstelle und hinfahren. Ja, also das ist wichtig, das zu wissen. Und natürlich kann man nochmal vielleicht als Aussage, man kann alles beantragen, man kann das machen. Ich will ja nur darauf hinweisen, dass es rechtliche Rahmenbedingungen sind. Und wir können hier gerne auch sagen, in Stralsund soll es anders sein. Ich will das ja gar nicht in Abrede stellen. Und natürlich sind das schlimme Situationen. Ja, aber ich glaube, wir müssen da einfach auch ein bisschen gucken, was sind so die Rahmenbedingungen, wie ist die Realität. Und insofern, mehr wollte ich damit gar nicht sagen. Dankeschön. Danke. Keine weiteren Wortmeldungen. Wer diesen Antrag stattgeben kann, bitte ums Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ist die Mehrheit. Damit ist diesen Antrag stattgegeben. Danke. 19, Leihsystem für Lastenfahrräder einreichen. Fraktion Bündnis 90, die Grünen, die Partei. Bitte, Herr Suhr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ja in der Befragung, die die Universität Dresden kürzlich veröffentlicht hat und die auch in den Ausschüssen vorgestellt worden ist, unter anderem einen zentralen Punkt zur Kenntnis genommen, nämlich den zentralen Punkt, dass in einer Stadt der kurzen Wege, die wir unzweifelhaft sind, der Anteil des Fußgängerverkehrs und der Anteil des Radfahrverkehrs deutlich erhöht werden sollte. Das ist nicht nur vor dem Hintergrund von Klimaaspekten wichtig, das ist auch vor dem Hintergrund verkehrlicher Aspekte wichtig. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was können Beiträge sein, um dazu möglicherweise Verbesserungen des Model Split hinzubekommen. Und haben in die Nachbarstädte geguckt, haben beispielsweise nach Greifswald geguckt oder nach Rostock. Gestern Abend gab es ja im Nordmagazin einen umfassenden Beitrag dazu, wo Leihfahrradsysteme für Lastenfahrräder wirklich gut funktionieren. Und wir haben uns deshalb entschlossen, greift gern das auf, was Herr Zabel gerade zum anderen Tagesordnungspunkt gesagt hat, prüfen kann man alles, dass der Oberbürgermeister beauftragt wird, zu prüfen, inwieweit etwas derartiges auch für die Hansestadt Stralsund eingerichtet werden kann. Vielleicht ist es ein Beitrag, um den Pkw-Verkehr weiter zu reduzieren und kreative und sinnvolle Angebote zu machen, um umweltschonend, gesundheitsschonend und klimaschonend das Fahrrad zu nutzen. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Danke. Bitte.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrter Bürgerschaftspräsident, also wir finden diesen Antrag ziemlich charmant, allerdings wir haben aus diesem Antrag nicht verstanden, wie soll dieser funktionieren? Soll das der Stadtleitsystem irgendwie organisieren oder soll das jemand privat organisieren? Und wir glauben, dass bevor wir das prüfen, sollen wir erstmal mit Stralsunder Fahrradverkäufer sprechen. Und dafür würden wir bitten, diesen Antrag erstmal in den Wirtschaftsausschuss zu verweisen. Dankeschön. Verweisantrag, ja. Weitere Wortmeldung? Gibt es nicht. Wer dann diesen Verweisantrag in den Fahrausschuss Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Wirtschaftsausschuss, okay. Ja, Fachausschuss. Der Wirtschaftsausschuss. Gut. Dass Sie Mehrheit gegenstimmen, Stimmenthaltung. Danke, damit ist dieser Verweisantrag stattgegeben. 9, 11 und 12 zusammen. Wer möchte anfangen? Frau Neuner. Ja. Also diese Problematik um die Live-Übertragung ist ja nun daraus entstanden, dass, Entschuldigung, ich habe die Anrede vergessen, ne? sehr geehrter Herr Präsident, Entschuldigung. Also die Idee, den Antrag nochmal zu stellen, den hatten ja nun auch nicht nur wir und kommt auch nicht von ungefähr, sondern entstand ja aus der Situation heraus, dass eine Ad-Hoc-Live-Übertragung stattgefunden hat zu dem Antrag XXX Lutz. Aus der Bürgerschaft heraus, ohne dass die Bürgerschaft davon Kenntnis hatte. Aufgezeichnet wird die Bürgerschaft ja schon länger und auch im Internet dann zur Verfügung gestellt. Die technischen Voraussetzungen für diese Aufnahme sind durch einen dritten Anbieter hier ja auch bereits gegeben. Nun wissen wir ja durch diese Live-Schalte, die hier passiert ist, dass es technisch also möglich ist. Wir würden gerne erneut deshalb diesen Prüfauftrag den Prüfauftrag in Auftrag geben oder auslösen wollen, nochmals zu prüfen, wie auch genau diese Live-Übertragung dann, weil ja womöglich auch andere Kosten entstehen, als uns schon einmal ja im Rahmen eines letzten Antrages zugrunde lagen, sich hier vielleicht noch mal anders darstellen würden und auch bestimmte Gegebenheiten, die auch mit den Einwendungen, die die Stadtverwaltung ja zu der Live-Übertragung hatte, vielleicht möglich gemacht werden können. Und wir möchten gerne diese Gelegenheit geben, das noch einmal zu prüfen, weil auch wir der Meinung sind, dass ein Livestream einer Bürgerschaft einer so großen Stadt, wie wir sie dann ja doch sind, schon in die jetzige Zeit passt. Also wir bewegen uns immer mehr auch im digitalen Raum und viele Menschen haben auch mittlerweile den Anspruch daran, dass sie auch im Internet verfolgen können oder live verfolgen können, was in einer Bürgerschaftssitzung auch passiert. Auch nicht jeder Mensch kann unbedingt dieser Bürgerschaftssitzung persönlich beiwohnen. Und wir möchten diese Möglichkeit schon gerne schaffen, aber wir möchten, wie gesagt, der Verwaltung schon gerne die Möglichkeit geben, uns da nochmal genau vorzulegen, was da möglich ist mit den Belangen der Stadtverwaltung, damit wir alle übereinkommen. Deswegen nochmal von uns jetzt dieser Prüfauftrag. Und ich bitte Sie alle, diesem zuzustimmen. Herzlichen Dank. Herr Suhr, wollen Sie noch zum nächsten dann? Gut, ich nehme an, dass du den einbringen willst, die Urheber. Gut, Herr Würdig, dann zuerst Herrn Dr. Zabel. Ja, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich dem anschließen, was die Kollegin von Allwürden hier vorgetragen hat. Wir würden gerne noch einen Schritt weitergehen. Wir haben ja mitbekommen, dass es möglich ist, einen Livestream einzurichten, dass er auch funktioniert, dass er auch nachgefragt ist. Wir haben die Zahlen gehört. Wir als Parlament brauchen uns ja nicht zu verstecken, sondern gehen damit natürlich mit der Zeit und gehen offen auf unsere Bürgerinnen und Bürger zu, die einen Anspruch haben auf Öffentlichkeit. Wir sehen es heute, dass es wieder nur eingeschränkt möglich ist, aber das Interesse ist sehr groß. Wir möchten heute einen Beschluss, dass die Bürgerschaft sich dazu bekennt, dass der Livestream eingerichtet wird. Ich glaube, das muss man nicht mehr als groß prüfen. Wir sehen es, dass zwei Fernsehsender da sind oder zwei Möglichkeiten hier auch heute vor Ort sind und bitten deswegen um Zustimmung unseres Antrages. Herzlichen Dank. Okay,
Herr Dr. Zabel. Ich will vielleicht noch mal auf einen Punkt hinweisen, der uns auch bewegt hat, da den Prüfantrag zu stellen. Frau van Alvern hat das, glaube ich, auch schon angedeutet. Und zwar steht für uns ja im Raum die Information, die schon mal auch ausgesprochen wurde von Seiten der Verwaltung, dass es dann durchaus sein kann, dass der ein oder andere sachkundige Verwaltungsmitarbeiter dann aus Persönlichkeitsgründen oder Schutzgründen sich entscheidet, dann nicht in die Öffentlichkeit zu treten, was dann zur Konsequenz führt, dass dann ein Vertreter, gegebenenfalls der Oberbürgermeister, als Verwaltungsperson antwortet. Wenn das so ist, haben wir da schon auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich schon glaube, dass, wenn da Nachfragen kommen, der OB dann sicherlich nicht so detailliert antworten kann, wie beispielsweise ein Bereichsleiter, der doch nochmal im speziellen Gebiet eine andere Sachkunde hat. Und im Übrigen ist es ja so, dass auch heute schon die Bürgerschaftssitzungen einen Tag später, so glaube ich, auch öffentlich im Netz sind, sodass sich mir auch nicht 100% erschließt, wo dann der Benefit und der Gewinn ist. Ich habe nicht die Fantasie, dass die Bürger, die dann am Donnerstag 16 Uhr frei haben und kommen könnten zur Bürgerschaft, dass sie sich dann zu Hause vor den Rechner setzen und dann anderthalb, zwei Stunden sozusagen zuschauen. Aber das ist ein zweiter Punkt, das ist eher meine Fantasie, die würde ich mal so im Raum stehen lassen. Der erste Punkt ist allerdings schon wichtig, nämlich die Frage, wer antwortet dann, mit welcher Sachkunde und hat das dann auch Auswirkungen auf die Qualität der Informationen und der Bürgerschaftssitzung. Und vor dem Hintergrund wollen wir das auch gerne nochmal prüfen, mit im Zusammenhang natürlich mit der Frage der Kosten. Dankeschön. Danke. Weitere Wortmeldung? Herr Suhr. Vielleicht ist der Unterschied, Herr Dr. Zabel, der, dass wir mit unserem Antrag deutlich machen, dass die Beteiligung, und zwar die möglichst barrierefreie Beteiligung, also nicht einen Tag später, sondern dann, wenn ich will, wann das Geschehen tatsächlich stattfindet, für uns ein hohes Gut ist. Also unser Interesse ist, dass die Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Stralsund, von denen wir alle ja gewählt worden sind, die Möglichkeit haben, dem zu folgen, was wir hier miteinander beraten, diskutieren und abstimmen. Ich glaube, dass es ein gutes Beispiel war, die Debatte um XXXL Lutz, von der ich glaube, wie viele andere das auch wahrgenommen haben, dass es eine niveauvolle, inhaltlich gute Veranstaltung war, wo ein großes Interesse daran war, dass man dem folgen konnte. Und der Antrag beinhaltet, dass wir gerade in einer Zeit, in der es vielleicht schwieriger ist, hierher zu kommen und den Sitzungen zu folgen, da technische Möglichkeiten sofort und schnell umsetzen sollten, die laut Kommunalverfassung ja schon im Raum stehen und wo wir hergehen und sagen, wir wollen eine grundsätzliche Regelung haben. Und deshalb nochmal Danke an die CDU-Fraktion, dass Frau von Alvern, dass Sie zulassen, dass diese beiden Anträge hier zusammen debattiert werden. Deshalb mache ich auch den Unterschied nochmal deutlich. Wir die Bürgerschaft bitten, dem Antrag der SPD-Fraktion, wo wir auch mit draufstehen, zu folgen und nicht erst nochmal eine Prüfschleife einzuziehen. Das ist aus unserer Sicht nicht erforderlich. Und ich erinnere mich daran, dass wir diese Debatte, das haben Sie gerade als zentrales Argument, Herr Dr. Zabel, eingebracht, diese Debatte, wer von Seiten der Verwaltungsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen will quasi nicht live übertragen werden oder nicht über die Medien gespielt werden, dass das ein berechtigtes Argument ist. Aber wir glauben auch, dass der Oberbürgermeister da Sorge dafür tragen muss, dass diejenigen, die das wollen und bereit dazu sind, das können und dass dort eingesprungen wird und umgesetzt werden kann, wenn das jemand nicht will. Das muss die Verwaltung eigenständig lösen und insofern ist das zumindest für uns nicht von so großem Gewicht, dass man da nicht eine Lösung finden könnte. Also wir bitten sehr darum, ab sofort die Möglichkeit zu schaffen, live zu streamen, was die Bürgerschaft hier berät. Zuerst Dr. Zabel, dann Frau von Alvern. Ja, also Herr Suhr, Sie haben es ja richtig gesagt, das ist ja das Kerngeschäft der Politik, nämlich die Abwägung von Gütern und Interessen. Und im Rahmen eines Prüfantrages, den wir ja im Raum, in den Raum gestellt haben, ist zum Beispiel ja auch zu prüfen, welche Qualitätsverluste oder Veränderungen das mit sich bringt, welche Mitarbeiter der Verwaltung gegebenenfalls nicht bereit werden, dann persönlich aufzutreten und Fragen zu beantworten. Also sprich,
welche Informationsverluste entstehen dort möglicherweise nicht nur für die Bürgerschaft, sondern auch, Sie haben es sehr schön gesagt, für die Bürger der Hansestadt Stralsund. Also es hat erhebliche Auswirkungen, glauben wir. Und das wäre schon nochmal aufzulösen und zu prüfen. Heißt das dann, dass wir dann bei den Anfragen lediglich den Oberbürgermeister zu sehen kriegen und seine Antworten und er sagt, na, den Rest muss ich Ihnen schriftlich nachreichen? Ist das dann die Konsequenz oder sind es noch 2, 3 andere Mitarbeiter, aber 10 nicht? Also das sind ja alles Fragen, die im Raum stehen, die für uns momentan nicht geklärt sind. Dankeschön. Frau von Abwürden. Das sind die einen Fragen, die nicht geklärt sind und es sind ja auch die Kostenfragen, die jetzt neu auf den Tisch kommen müssen und über die wir ja erstmal Bescheid wissen müssen, weil wir können natürlich auch, das ist ja haushaltsrelevant, wir können ja jetzt nicht einfach einen Beschluss fassen mit einem unbestimmten Wert, den wir nicht kennen. Deswegen wäre es mir schon recht, wenn wir das nochmal prüfen würden. Deswegen haben wir den Auftrag bewusst auch so formuliert, damit wir die Parameter kennen und dann uns gegebenenfalls darauf verständigen können, zusammen, wie machen wir es denn nun? Ich halte das für den richtigen Weg. Dankeschön. So, kein weiterer Redebedarf. So, wer diesen Top 9.11 den Prüfauftrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Bitte? Ja. Der SPD-Fraktion, der Antrag ist der weitreichendere. Aus meiner Sicht müsste der zunächst abgestimmt. Stimmen wir den 9.12 ab. Lautübertragung, wer Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Gegenstimmen. Das ist die Mehrheit. Stimmenthaltung zur Kontrolle. So, dann stimmen wir jetzt 9.11 ab. Wer diesen Antrag, dem Prüfauftrag, Zustimmung geben kann, bitte um Kartenzeichen. Mehrheit Gegenstimmen. Stimmenthaltung geht auch. Einstimmig, danke. 9.13 zurückgezogen, 9.14. Meine Damen und Herren, bitte länger hochhalten, wenn wir dann zur Abstimmung kommen. Wir müssen auszählen. Das ist eine Satzungsänderung. So, Änderungssatzung Welterbebeirates, Fraktion Die Linke. Wer möchte da? Bitte, Herr Fuchsbaum. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Also ich kann konstatieren, dass sich in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, das möchte ich auch positiv hervorheben, einiges in den letzten Monaten oder wenigen Jahren hier in der Hansestadt Stralsund getan hat, insbesondere bei der Besetzung von Führungspositionen in städtischen Gesellschaften oder in der Verwaltung. Das ist sehr gut und ich bin, beziehungsweise auch die Fraktion Die Linken, wir sind der Meinung, dass dieser Trend sich auch fortsetzen sollte in der Besetzung zum Beispiel des Beirates für den Welterbe. In der Begründung möchte ich, die Begründung ist, denke ich, ausreichend schriftlich formuliert. Dennoch möchte ich hervorheben, dass es nicht vorstellbar ist, dass es in unserer Stadt nicht möglich ist, aus den hier lebenden Historikerinnen, Pädagoginnen, Ökonominnen, Doktorinnen, Professorinnen, Ärztinnen, Kommunal- und Landespolitikerinnen, Juristinnen, Kauffrauen, Handwerkerinnen, Geschäftsführerinnen, Ingenieurinnen und Künstlerinnen oder aus den mindestens 15 Stralsunder Architektinnen mehr als nur 2 Frauen zu motivieren, um diesen Beitrag tätig zu sein. Also ich denke, es gibt ausreichend Anlass, diese Satzung zu ändern. 2 Frauen in einem Gremium, wo 13 Männer dabei sind, das ist aus meiner Sicht, aus der Sicht der Fraktion der Hansestadt Stralsund von den Linken, einfach zu wenig. Das ist jetzt noch die etwas weiterführende Begründung dafür, ja. Ich dachte, das hätte jetzt eine Frau gesagt, das wäre richtig gewesen. Ja, zuerst Frau Bartel, dann Herr von Bosse, dann Herr Kühnel. Ja, das ist ja nun mein Lieblingsthema. Ne? Trotzdem muss ich Ihnen sagen, wir müssen diesen Antrag von Ihnen abändern. Wir bringen einen Änderungsantrag ein, und zwar Paragraph 3.3. Der Welterbebeirat besteht aus bis zu 15 Mitgliedern, wobei mindestens 7 weiblich sein sollten. Nicht sind, sondern sein sollten. Und ich habe ja schon etwas ironisch gesagt, dass das so mein Lieblingsthema ist. Was machen wir denn nun mit divers? Aber darüber reden wir heute nicht.
nochmal die Änderung, bitte. Also ganz einfach, Paragraph 3.3, in der zweiten Zeile steht sind, wenn Sie das vor sich haben, Herr Präsident. Da soll stehen sein sollten. Sein sollten, gut. Die Änderung, dann kommt jetzt bitte Herr von Bosse. Wir stimmen dem Antrag grundsätzlich zu. Es ist sehr gut, wenn man diese Forderung der Geschlechtergerechtigkeit also auch umsetzt im Einzelnen, auch hier in eine einzelne Satzung. Herr Kühnel. Ja, wir stimmen dem Antrag natürlich nicht zu. Diese Quotenregelung ist auch schon anderweitig abgelehnt worden. Und die Frage ist natürlich, was machen Sie? Morgen fühlt sich Herr Buchsbaum weiblich, wird dort als weibliche Person gewählt. Dann muss der Hausbeirat wieder neu besetzt werden. Also das gibt auch nur ein Hin und Her dann. Herr Haag. Ach, ich bin laut genug. Nein, ich habe es nur vergessen. Unsere Fraktion wird den Antrag ablehnen. Uns, sag ich mal, schon in der Begründung eben, uns tut schon richtig weh. Da wird aufgezählt, wer da alles drin sein könnte. Uns fehlt zum Beispiel, was gerade bei der Partei Die Linken, da steht nicht Verkäuferin, Arbeiter oder etwas. Es ist nur eine bestimmte Schicht angesprochen in der Begründung. Das ärgert mich schon. Aber ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass wir Probleme haben, auch diesen Weltbeirat zu besetzen und dass noch niemals jemand nicht rein durfte, weil er eine Frau ist. Und das finde ich eigentlich schlimm. Wenn die sich bewerben, dann kriegen die, und wir werden auch teilweise von den Fraktionen vorgeschlagen. Sie können immer vorne weggehen und extra eine Frau suchen, aber ich glaube, er ist ausgeglichen besetzt, dieser Beirat. Und wenn sich mehr Frauen und Damen dafür zur Verfügung stellen, dann würden sie auch gewählt werden. Deshalb werden wir diesen Antrag ablehnen. Aber wie gesagt, am schlimmsten finde ich eigentlich, dass nicht vom einfachen Bürger in dieser Stadt die Rede ist, sondern bloß vom sogenannten Bildungsbürgertum, als wenn die anderen Leute das Welterbe nicht verdient haben. Pfui. Frau Badel. Herr Haag, ich habe ja so wie so eine Brücke gebaut mit meinem Sein sollten. Aber für uns ist auch klar, wenn es nicht sein sollten heißt, werden wir den natürlich auch ablehnen. So, dann ist es so, wie es sein soll. Herr Buchsbaum nochmal. Herr Audemeyt, entschuldige vor. Herr Audemeyt, bitte. Wenn ich über Quotenregelungen höre, dann frage ich mich immer im Kopf, haben wir nicht andere Sorgen? Ja. So, und wenn man eins nochmal, ich weiß damals, in meiner DDR-Zeit gab es auch eine Quotenregelung schon bei uns als Elektriker. Wir hatten 4 Frauen, die wurden eingestellt, Abschluss 3-4. Die mussten wir nehmen. Und bei uns Elektriker war meistens 1,5, 2 Abschluss, sonst gab es nicht. Und von den 4 Frauen hat die eine als Elektriker gearbeitet, entweder bei Post oder Kaffee kochen oder irgendwelche Sachen. Also Quotenregelung bringt nicht zu Qualität. Leute, wer gut ist, kann dort reingehen. Und ich glaube, keiner von uns wird diese Person ablehnen, egal welches Geschlecht es ist. Danke. Na, das kann ich nicht so bestätigen, was. Herr Buchsbaum. Herr Haag, selbstverständlich haben Sie recht. Gibt es in der Hansestadt Strahls- und Bäckerinnen, es gibt Gärtnerinnen, es gibt meinetwegen auch Maurerinnen, Malerinnen, alles Mögliche, das gibt es. Aber jetzt haben Sie den tieferen Sinn des Antrags bzw. der Begründung nicht verstanden. Gerade die Aufzählung der ganzen Berufsgruppen bedeutet, dass die Frauen durchaus den Männern nicht nachstehen, sondern in manchen Belangen auch in der Bildung den Männern voraus sind, dass sie eben Ingenieurinnen und Ärztinnen und Architektinnen werden können. Da sind die Frauen nicht den Männern unterlegen und deswegen möchte ich ganz gerne, dass gerade die Frauen, und das ist mir egal, welche Berufsausbildung sie haben, dass sie gleichberechtigt auch in der Anzahl in einem Ausschuss bzw. in einem Beirat tätig sein können. Herr Haag. Ich zitiere aus Ihrer Begründung. Es ist nicht vorstellbar, dass es in unserer Stadt nicht möglich ist, aus den hier lebenden Historikerinnen, Pädagoginnen, Ökonominnen, Direktorinnen oder Professorinnen, Ärztinnen, Kommunal-, Landes- oder Bundespolitikerinnen, Juristinnen, Kauffrauen, Handwerkerinnen, Geschäftsführerinnen, Ingenieurinnen und Künstlerinnen oder aus den mindestens 16 Stralsunder Architektinnen mehr als nur 2 geeignete Frauen zu motivieren, um in diesem Beirat zu tätig zu sein. Ich zitiere das lediglich, um Ihre Worte, die Sie eben gewählt haben, ad absurdum zu führen. Das, was Sie uns eben erzählt haben, das ist wie letztens, als Sie sagten, Sie stellen bloß einen Volkswerftantrag, um die AfD vorzuführen. Und hier ist es wieder genauso. Nee, ich fühle mich von Ihnen verscheißert. So. Ja, bitte, Frau Künz.
Also ich finde das unglaublich, was hier für Worte fallen. Es wird hier von Nachwuchsproblemen gesprochen. Gleichzeitig ist es für mich eine unwahrscheinliche Zumutung, hier immer wieder diese sexistischen und rückschrittigen Ansichten zu hören. Das fällt mir schwerer und schwerer, hier jedes Mal hinzukommen. Und jetzt ist es auch noch so offensichtlich zur Schau getragen. Ich finde, das geht nicht. Da wird davon gesprochen, dass man keine Frauen findet, die sich einbringen wollen. Hier hat man langsam auch keine Lust mehr hinzukommen, weil es einfach rückschrittige Ansichten sind, die hier immer weiter verfestigt werden. Das geht nicht. Herr von Bosse. Also Herr Präsident, ich fordere Sie auf, dass Sie Herrn Haag einen Ordnungsruf geben wegen grober Ungebühr mit dem Wort verscheißert nach § 24 der Geschäftsordnung. Oh, das werde ich nicht tun. Ja, das ist eine persönliche Meinung von ihm. So, weitere Wortmeldung. Herr Dr. Zabel. Vielleicht nur einen Satz. Wir glauben nicht, dass man diese Thematik Geschlechtergerechtigkeit durch Satzungsrecht und Regelungen verändern kann, sondern ich glaube, das ist etwas, wo wir alle dran arbeiten müssen. Das muss in Einstellungssituationen geklärt werden, dass man sich da einig ist. Ich glaube nicht, dass es gut ist, das rechtlich zu regeln. Dankeschön. Danke. Herr Buchsbaum, Herr von Bosse. Sehr geehrter Herr Zabel, vielleicht noch mal Ihren Glauben in eine bestimmte Richtung lenken. Es geht. Gucken Sie sich die Fraktion der Linken an. Seit Jahren, wir haben immer ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis. Wir haben immer die gleiche Anzahl von Frauen und Männern. Das hängt damit zusammen, dass wir das praktisch in unseren Parteiensatzungen bei den Aufstellen von den entsprechenden Gremien so geregelt haben. Es geht, wenn man möchte. Ja, und wenn man formuliert, dass es nicht gehen soll, dann steckt dahinter wirklich der Gedanke, man möchte es einfach nicht. Also hier, was der Herr Adomeit hier von sich gegeben hat, das ist übelste populistische Frauenfeindlichkeit. Herr Präsident, Ordnungsruf, wenn ich beleidigt hier, auf übelste beleidigt hier. Das reicht mir langsam mit Herrn Herr Adomeit, Sie sind nicht dran. Herr von Bosse, ich glaube, das war jetzt von Ihnen daneben. Also man kann sich natürlich unterhalten, aber nicht alles auf die Goldwaage legen. Herr Dr. Zabels, bitte. Ich finde das gut, wenn man sich in sozialen Gruppierungen, in Fraktionen darauf einigen kann und verständigen kann, das so zu machen, wie das Herr Buchsbaum für die Linke gesprochen hat. Aber ich finde es nicht gut, wenn man solche Dinge festlegt, rechtlich auch festlegt. Das ist einfach die Aussage. Ja? Und das möchte ich bitte auch, dass beide Teilsätze gehört werden. Dankeschön. Bitte, Frau Kindler. Ich finde jetzt, der Wortmeldung von Frau Kümpers ist weiter nicht nachgegangen worden. Das war ein sehr emotionaler Appell. Herr Präsident, in diesem Falle, finde ich, hätten Sie sich doch an Herrn Adomeit wenden können und sagen können, bitte mäßigen Sie sich in Ihren Aussagen. Und ich finde, das muss an dieser Stelle gesagt werden. Frau Bartel. Ich hatte mich extra kurz gehalten. Ich habe es auch ein bisschen ironisch gemeint, weil jeder meine Einstellung dazu kennt. Aber, Herr Präsident, auch ich kann nur das von Frau Kindler unterstützen. Sie als Präsident müssen da in bestimmten Dingen, und das war jetzt auch der Fall in der Wortwahl, doch durchgreifen, und bestimmte Worte will ich hier nicht hören. Und ich möchte auch nicht ein Thema, das sehr unterschiedlich gesehen wird, auch von Frauen, hier so zertreten wird, dass es bei manchen jungen Frauen, die die Welt anders sehen, doch sehr Emotionen, sehr große Emotionen erzeugt. Es passiert des Öfteren, und deshalb meine Bitte an Sie, Herr Präsident, nutzen Sie Ihren Posten, Ihren Sitz und greifen Sie ab und zu etwas stärker durch. Ich werde es merken. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Wer dann diesen Änderungsantrag von Frau Bartel Zustimmung geben kann, bitte um Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer ist dagegen? Was ist die Mehrheit? Stimmenthaltung? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stimmenthaltung. Damit ist diesen Änderungsantrag nicht stattgegeben. Wer den Ursprungsantrag stattgibt, bitte ums Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Wer ist dagegen? Und das ist die Mehrheit, damit ist auf diesen Antrag nicht stattgegeben. 9.15. Förderprogramm Klimaanpassung, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Partei. Bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, im Juni diesen Jahres hat das BMU eine Förderrichtlinie verabschiedet namens Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen, die sich unter anderem an Krankenhäuser, Pflege und Altenheime oder auch Kitas richtet. Sie bietet Unterstützung bei Maßnahmen zur Anpassung an jetzt schon spürbare oder auch prognostizierte Klimaveränderungen. Einige Beispiele könnten hier sein die Beschaffung von Sonnensegeln und Trinkbrunnen oder die Nutzung von Fassadenbegrünungen oder auch das Versickern und die Speicherung von Regenwasser. Aber auch Beratungsleistungen oder Anpassungskonzepte wären förderfähig. Insgesamt stehen 150 Millionen Euro bis 2023 zur Verfügung und das erste Antragsfenster würde noch bis zum 15. Dezember diesen Jahres offen stehen. Neben der Qualitätssteigerung der genannten Einrichtungen und auch dem erhöhten Komfort durch die NutzerInnen kann die Ausschöpfung der Mittel in diesen besonderen Zeiten von Covid-19 darüber hinaus noch zur Belebung der hiesigen Wirtschaft beitragen. Gleichzeitig wäre die Förderung auch ein Zeichen des Dankes, den diese wichtigen Einrichtungen besonders unter den aktuellen Bedingungen mehr als verdient haben. Darum möchte ich Sie bitten, diesem Prüfauftrag zuzustimmen. Herr Dr. Zabel. Wir finden den Prüfantrag sehr schön. Wir, also auch das Förderprogramm finden wir ganz gut. Und insofern stimmen wir dem auf jeden Fall zu. Dankeschön. Herr Mieseler. Die SPD findet den Antrag ebenfalls sehr sympathisch und wir schließen uns an. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wer diesem Prüfauftrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Gegenstimmen oder Stimmenthaltung? Enthalten? Gegenstimmen? 3 Stück. Gut. 9.16, alte Spätenschanze wiederherstellen. Frank Vander auf die Fraktion. Bitte, Herr Vander. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Schwedenschanze gehört zum Kulturerbe der Stadt Stralsund und wir hatten nach einer kurzen Begehung dort festgestellt, dass es da zu einer Müllhalde gekommen ist. Wir hatten auch Fotos eingereicht, aber die sind ja ständig zur Verfügung. Und wir würden gerne den alten Zustand da wieder herrichten lassen, wie er vor 30 Jahren schon mal war. Das war ein Naherholungsgebiet, da wurden Stadtfeste durchgeführt, da war eine Sportanlage, da konnte Fußball gespielt werden, da standen Tore. Jetzt ist das alles mittlerweile zugewachsen und verkommt. Danke. Danke. Bitte, Herr Dr. Zabel. Wir stimmen dem Antrag zu. Das ist auch für eine Weltkulturerbestadt selbstverständlich, dass wir solche Örtlichkeiten auch schützen und pflegen. Dankeschön. Danke. Weitere Wortmeldung sehe ich nicht. Wer diesen Antrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Damit ist diesem Antrag stattgegeben. 9.17. Wahl eines stellvertretenden Landesausschusses des Städte- und Gemeindetages, einreicher Herr Dr. Ronald Zabel. Es soll Herr Dr. Frank Berthold Reit gewählt werden. Wer eine Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Und dass Sie Mehrheit gegenstimmen, Stimmenthaltung, nicht der Fall. 9.18 Wahl eines Mitglieds in den Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes, einreicher Herr Dr. Ronald Zabel. Herr Egerhard Hulgemuth ist nicht mehr da. Herr Dr. Frank Berthold Reit soll als Mitglied gewählt werden, den Zustimmung geben kann, bitte um Kartenzeichen. Das ist die Mehrheit. Stimmenthaltung, Gegenstimmen, einstimmig. Danke. Kommen wir zu Dringlichkeitsantrag 1 zum Einbau von Lüftungsanlagen in Schulen, einreicher Fraktion Bürger für Stralsund. Wer möchte dazu was sagen? Bitte, Herr Philippen. Ja, das ist unser Lieblingsthema, die Schulen, sage ich mal auf Deutsch gesagt. Und ja, worum geht's? Wir wissen ja alle, dass durch Corona
Probleme gibt mit den, ich sag mal, für die Lehrer und für die Schüler in den Schulen. Ich glaube, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass man da nicht Lüftungsanlagen, sondern Lüftungsgeräte hinstellen könnte. Wir wissen zwar nicht genau, was es kostet, also ich sag mal, ungefähr soll, ich sag mal, so ein Gerät angeblich 3.000 Euro kosten. Wir wissen selber, dass es finanziell sehr schwer wird, denke ich mal, aber wir sollten es zumindest jetzt für die Wintersaison sollen versuchen, dass wir da alle Möglichkeiten ausschöpfen und dass eventuell geprüft wird, da so eine Dinge anzuschaffen. Und wie gesagt, es gibt da Fördermittel vom Bund wohl, aber ja, wir hoffen mal, dass man das in den Griff kriegen könnte damit und dass dann nicht, dass die Lehrer und die Schüler ein bisschen entlastet werden. Die wissen ja jetzt, wenn ein Kind oder bestimmte Kinder zur Schule gehen, die schnupfen und werden nach Hause geschickt in der jetzigen Situation. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen vorbeugen können, wenn wir da so eine Anlage einbauen würden. Ich hoffe mal, dass es die Fraktion auch so sehen, ähnlich die anderen, und bitte um breite Zustimmung. Danke. Herr Dr. Zabel. Also wir finden den Antrag gut. Für uns ist so ein bisschen im Raum, nach unserem Kenntnisstand gibt es da keine Fördermöglichkeiten, zumindest nicht für die Situationen, die in den Stralsunder Schulen sind. Gleichwohl würden wir den Antrag gerne unterstützen, das zu prüfen, und würden auch den Oberbürgermeister bitten, gegebenenfalls auch zeitnah zu informieren, welche Kosten da gegebenenfalls auf die Hansestadt Stralsund zukommen, dass wir uns da ein Bild machen können. Jetzt und dem dann auch vollends zustimmen können, wenn es dann um das Ausgeben von Geld geht. Gleichwohl müssen wir sagen, dass das Gut der Gesundheit unserer Kinder natürlich sehr hoch ist, sodass es letztendlich dann auch nicht am Geld scheitern soll. Dankeschön. Danke. Ja. Unsere Fraktion hat sich mit diesem Thema auch beschäftigt. Wir hätten dann diesen Antrag zur nächsten Bürgerschaft gebracht. Finde es gut, dass die Kollegen es jetzt machen. Wir haben angeschaut, welche Möglichkeiten gibt es. Wir haben keine Fördermöglichkeiten gefunden. Allerdings, was die Filter angeht, Partikelfilter, die sind unterschiedlich. Und dann die Kosten beginnen von 700 Euro bis zu tatsächlich mehrere Tausende Euro. Und da von uns kein Kenner ist, also wir würden gerne vielleicht diesen Auftrag in den Bauausschuss verweisen, damit die Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben, das tatsächlich uns sagen können, was da möglich ist. Weil dieser Antrag wird möglicherweise in mehreren Millionen Auftrag gehen. Zuerst Herr Philipp und dann Frau Battel. Wenn wir es jetzt wieder im Ausschuss erschienen würden, dann würden wieder zwei, drei Wochen ins Land gehen und dann hätten wir wieder nicht so kommen. Ich glaube, dass der Oberbürgermeister prüfen sollte und dann werden wir sehen, was für Kosten auf uns zukommen würden oder ob es überhaupt realistisch ist, dass wir es finanzieren können. Oder ich denke mal, da sollten wir nicht wieder zwei, drei Wochen ins Land gehen lassen und dann reden wir wieder über was und nachher kommt im Endeffekt auf jeden nichts mehr raus. Dann haben wir nachher Januar, Februar und dann, ich denke mal, wir sollen ihn so durchwinken und dann, glaube ich, werden wir alle sehen, was passiert. Frau Badl. Wir hatten im Vorfeld der Fraktion BFS zugesichert, dass wir diesen Antrag mittragen. Und unsere Information war, dass es basierend auf einer Information des Städte- und Gemeindetages, dass es eine Bundesförderung bis zu 40% dazu gibt. Das hat mich jetzt nun verunsichert und deshalb würde ich einem Prüfantrag zustimmen. Aber auf jeden Fall keine Verweisung in den Ausschuss, sondern wir bleiben bei dem Antrag. Dr. Zabel. Wir sehen hier an der Stelle auch so ein bisschen diesen Zeitfaktor. Wir sind schon im Herbst und in der kühlen Jahreszeit. Wenn sich das jetzt weiter verschiebt, es gibt die entsprechenden Hygieneregeln, die unter anderem auch Lüftung beinhalten. Wenn wir dem gerecht werden wollen, müssen wir das jetzt kurzfristig versuchen umzusetzen. Da brauchen wir Klarheit und insofern würden wir unseren Antrag, so wie Bürger für Stralsund ihn gestellt haben, aufrechterhalten und unterstützen, dass der OB uns berichtet über die Kosten und wir dann abschließend, wenn wir die Kosten haben, nochmal beschließen. Dankeschön. Danke. Wollen Sie Ausschussverweisung aufrechterhalten? Nehmen zurück. Gut. Weitere Wortmeldungen sehe ich, ist nicht der Fall. Wer dann diesen Prüfauftrag Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen. Stimmenthaltung, Gegenstimmen, einstimmig. Danke. So. Der nächste Dringlichkeitsantrag zum Weihnachtsmarkt einreicher Fraktion Bürger für Stralsund. Wer möchte? Herr Rathbüttel. Ja, ich glaube, das können wir auch verhältnismäßig kurz und knapp machen. Die Mitteilung gestern oder vorgestern hat uns ja doch alle
ziemlich stark getroffen, dass der Weihnachtsmarkt wohl doch nicht stattfinden soll, darf. Man weiß auch immer noch nicht so richtig, was aus Schwerin immer wieder kommt. Es ist auch noch ein bisschen Zeit. Trotz alledem haben wir uns gedacht, und da ist auch die Fraktion der SPD uns gleich zur Seite gesprungen und Adomheit. Und ich glaube, andere Fraktionen, wenn es kein Dringlichkeitsantrag wäre, wären uns auch beigesprungen und hätten gesagt, ja, das ist was, dass wir es machen können. Wir möchten, dass der Oberbürgermeister beauftragt wird, zu prüfen, ob es möglich ist, den Weihnachtsmarkt in einer abgespeckten Form durchzuführen. Abgespeckt heißt für uns, dass natürlich alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden, die eingehalten werden müssen, aber dass dort doch trotzdem die Chance besteht, durch die Stadt zu bummeln und in den entsprechenden Abständen vielleicht ein paar kleine Buden stehen. Und das möchten wir ganz gerne, dass die Verwaltung das prüft und wenn es möglich ist, diese Sache umsetzt. Ganz einfach, ich sage ja sonst immer gerne für die Stralsunder Bürger und die Besucher, diesmal sage ich mal hauptsächlich für die Stralsunder Bürger, damit wir alle was in dieser ja teilweise doch beängstigenden Zeit mit der Corona-Epidemie, dass doch noch ein bisschen Freude da ist zu Weihnachten, wo die Freude auch sein sollte. Und ich glaube, wir können auch die kleinen Händler, gerade aus unserer Umgebung, damit ein bisschen unterstützen, dass sie noch ein paar Umsätze haben. Darum geht uns das. Und da bitten wir die Verwaltung ganz nett und freundlich, prüft es positiv, das, was machbar ist, ist machbar. Und die Gesetzmäßigkeiten oder die Gesetze aus Schwerin und Berlin, die mögen sich auch in ein, zwei Wochen alle schon wieder ändern. Wir wissen es alle nicht. Vielen Dank. Frau Bartel, dann Herr Dr. Zappel. Der Weihnachtsmarkt verfolgt mich ja nun schon seit ich da Vorsitzende des Kulturausschusses bin. Wir hatten uns im Vorfeld mit der Fraktion Bürger für Stralsund abgesprochen, dass es uns doch sehr getroffen hat, aus der Zeitung bei Facebook zu lesen, dass der Markt abgesagt wird. Bringt mich ein bisschen durcheinander, denn es war in der nächsten Woche Thema im Kulturausschuss. Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Information im Kulturausschuss bekommen, beziehungsweise heute, wie sie uns nachgereicht wurde vom OB, dass das vorgereicht worden wäre und nicht anderweitig uns mitgeteilt wurde. Ja, wir sind der Meinung, mit dem Weihnachtsmarkt können wir nicht so einfach umgehen, findet nun einfach nicht statt. Wir sind jetzt im Lockdown im November, wir gehen dann in den Dezember. Für Deutsche ist die Weihnachtszeit doch eine Zeit, die emotional auch sehr negativ berühren kann. Und deshalb gehen wir schon davon aus, dass es Alternativen gibt. Und die gibt es auch im gesamten Bundesgebiet. Ich kann mich zum Beispiel als Thüringerin darauf berufen, dass Weimar einen abgespeckten Weihnachtsmarkt macht ohne Glühwein. Und deshalb tragen wir den Antrag gemeinsam, Bürger für Stralsund und SPD, zu überprüfen, welche Möglichkeiten es gibt, unseren Bürgern, Gäste werden wahrscheinlich dann nicht da sein, doch mehr als nur Beleuchtung und vielleicht den großen Stern auf dem alten Markt zu bescheren. Denn Corona ist gekommen, um zu bleiben. Wir müssen damit leben. Herr Dr. Zabel. Wir haben ja an der Stelle folgende Rechtssituation, dass wir bis Ende November eine Landesverordnung haben, die das ausschließt, Weihnachtsmärkte zu machen. Um das einfach auch mal so klar zu sagen, das ist eine Rechtsverordnung, die kann man nicht einfach umgehen. Wir haben dann, wenn die Verordnung endet, eine alte Verordnung, die dann wieder eintritt. Da steht explizit nicht Weihnachtsmarkt drin. Ja? Das wäre sozusagen möglicherweise ein Ansatzpunkt, darüber nachzudenken. Ich habe mich nämlich gefragt, Herr Haag, was ist eine abgespeckte Version eines Weihnachtsmarkts? Vielleicht so eine Art besinnlichen Wochenmarkt zu machen, ich will es mal so formulieren. Der dann gegebenenfalls, wenn die Rechtslage so bleibt, nach alter Verordnung ab Dezember möglich wäre. Gleichwohl müssen wir uns natürlich im Klaren sein, dass auch die Schausteller bzw. die Buden betreiben, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, dass die Handelnden oder Gewerbetreibenden, die dort sozusagen tätig sind, die müssen das ja auch ein bisschen planen. Und man kann ja, ich sag mal, wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen ja nicht, ob tatsächlich die alte Regelung wieder eintritt, die dann theoretisch so einen besinnlichen Wochenmarkt ermöglichen würde. Und das heißt, wenn wir müssten dort jetzt Verträge abschließen, Zusagen machen, um das dann im Dezember hinzukriegen. Also wir haben da so ein bisschen Bauchschmerzen, wie das umsetzbar ist. Wir finden den Antrag insgesamt gut und vielleicht sollte man wirklich mal drüber nachdenken, das einfach
auf einen anderen Sockel zu stellen, zu sagen, das ist dann halt ein besinnlicher Wochenmarkt. Und da muss man sich konkret überlegen, wie macht man es denn mit Verträgen und Zusagen? Das, glaube ich, ist so ein bisschen das Hauptproblem, was wir sehen. Wie kriegt man das hin? Wir können jetzt ja keine Zusagen machen für eine Situation, die wir konkret noch nicht wissen. Aber es muss ja irgendwie eine Regelung geben. Vielleicht kann man das unter Vorbehalt machen. Das wäre dann vielleicht auch so ein rechtlicher Schritt, den man machen kann und so weiter. Wer sich darauf einlässt, muss man dann auch sehen. Aber prinzipiell ist der Antrag gut. Und ich glaube, der wird vielen, vielen Bürgern der Hansestadt Stralsund gerecht und ihnen aus der Seele sprechen. Das ist schon eine sehr schwierige Situation, die wir erleben. Dankeschön. So, zuerst Herr Suhr, dann Herr Kühnel, Herr Quintana Schmidt, Frau von Alwürden. Also die Überlegungen in der Grünen Fraktion waren ähnlich. Ich hatte Herrn Haag auch signalisiert, dass es eine gewisse Sympathie mit diesem Antrag gibt unserer Fraktion. Gleichzeitig hat der Oberbürgermeister vorhin unter dem Tagesordnungspunkt Mitteilung sehr rigoros und da war kein Blatt mehr dazwischen, so wie ich es verstanden habe, signalisiert, es geht nicht, mal egal, wie man das nennt oder wie man das auseinandernimmt. Herr Dr. Zabel hat es gerade nochmal rechtlich versucht, etwas zu untersetzen. Für mich und für das Abstimmungsverhalten meiner Fraktion wäre es wichtig, Herr Dr. Badrow, wenn Sie nochmal etwas dazu sagen können, ob Sie, es geht ja um Prüfauftrag, ob Sie Prüfungspotenzial sehen, wenn wir diesen Antrag so beschließen, weil mir erscheint, dass Sie es auch schon weitreichend geprüft haben. Und deshalb wäre es wichtig, dass Sie aus unserer Sicht nochmal dazu Stellung nehmen. Ja, mache ich sehr gern. Prüfen kann man sagen, kann man immer. Ich würde natürlich auch jeden Weg nochmal suchen, hier zu prüfen, zumal wir ohnehin ja das eine oder andere machen wollen. Es ist schon angedeutet worden mit Beleuchtung, vielleicht nicht nur in der Altstadt. Da fallen uns ein paar gute Sachen ein. Ich will vielleicht nochmal daran erinnern, dass wir mit den beiden Rechtsgrundlagen, die jetzt da sind, also einmal bis zum 31.11. den Weihnachtsmarkt die Weihnachtsmärkte auch benannt und untersagt sind und in der anderen Verordnung halt zwar nicht Weihnachtsmarkt drinsteht, aber alle Themen, die einen Weihnachtsmarkt ausmacht, benannt werden. Und vielleicht ist das dem Land nicht so deutlich aufgefallen, dass sie eigentlich uns die Entscheidung damit abgenommen haben. Wobei wir uns natürlich auch mal fragen müssen, ihr habt vorhin den Chart gesehen, der ist heute nochmal aktualisiert. Wir sind also jetzt beim Wert von 90,8 und wir haben 52 Leute derzeit stationär. Dann kann man natürlich sagen, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich, erstens ist es so, dass es eine Rechtsgrundlage aus meiner Sicht jetzt gibt, die nicht so sehr viel Absprengungsspielraum hat. Das kann natürlich sein, dass es jetzt in 3 Wochen sich komplett ändert und nochmal eine andere Regelung kommt, wo sagt, hey, wir haben eine gute Idee, wie wir trotzdem Weihnachtsmärkte durchführen können. Das kann sein. Und wenn das so ist, dann sind wir am Start und wir finden eine Lösung, dass es funktioniert. Aber ich finde, zu Weihnachten gehört auch ein bisschen ein Stück dazu, uns darauf zu besinnen, worauf es ankommt. Und ich kann nochmal sagen, wenn ich jetzt hier mir anschaue, 52 Leute stationär, ich fand es auch gut, dass der hygienische Leiter von unserer Klinik sich dazu nochmal geäußert hat. Es gibt dann halt auch irgendwann mal ein Limit, wo es gefährlich wird. Und zu Weihnachten denke ich als erstes an meine Eltern, an meine Großeltern und vielleicht sollten wir das insgesamt auch nochmal tun. Bei aller Freude zum Glühwein trinken gibt es auch ein Limit. Mir geht es nicht jetzt darum, sich die Frage zu stellen, wer hat das jetzt entschieden? Entschieden hat es tatsächlich das Land. Aber wenn wir es hätten entscheiden müssen, wie hätten wir uns entschieden? Und ich komme aus dem Erzgebirge, da ist Weihnachten nochmal eine ganz andere Dimension und es ist unvorstellbar für uns, dass Weihnachten ausfällt. Das ist in Stralsund genauso. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, wie weit wollen wir das treiben, wie lange gucken wir dazu. Ich habe nicht die Fantasie, es wäre nächste Woche Aufbau gewesen, 10.11. wäre es losgegangen, dass das funktioniert hätte. Ich sage ganz einfach, beschließt das jetzt, dass wir es prüfen, das hätte ich sowieso gemacht. Aber bitte nehmt auch nochmal mit, die Werte gehen hoch und es ist nicht statistisches Rauschen, das ist die Situation bei uns im Landkreis und wir führen derzeit das Land an. Unser Bundesland zumindest. Herr Kühnel.
Ja, das mit den Bauchschmerzen von Herrn Dr. Zabel kann ich verstehen. Das ist genau wie Corona. Das kommt und das geht auch nicht mehr. Und manchmal muss man auch mit Bauchschmerzen leben lernen. Aber nach wie vor ist das, denke ich, trotzdem ein christliches Fest. Vorm Strehlerpark wird auch eine kleine Lösung gefunden, sage ich jetzt mal, mit der einen oder anderen Bude. Vielleicht kann man das ähnlich auch in Straßen so alle 50 Meter mit irgendeiner Bude halten. Also da sollten wir, denke ich mal, auch an unsere Kinder denken, die dann auch nochmal durch die Stadt gehen, eine Bratwurst essen oder. Und ich denke mal, wie gesagt, das christliche Fest für unsere Kinder, irgendwas sollten wir uns einfallen lassen. Und wir werden dem Antrag zustimmen. Herr Quintana-Schmidt. Ja, also wir werden dem Antrag auch zustimmen. Wie gesagt, wir finden es sehr bedauerlich. Wir hatten ja auch ursprünglich den Antrag gestellt, hier noch alles zu machen, um sozusagen diesen Weihnachtsmarkt zu sichern. Den Antrag hatten wir ja zurückgenommen, ja aufgrund der neuen Situation. Deswegen unterstützen wir natürlich auch jede Möglichkeit, die es noch gibt, hier in irgendeiner Art und Weise und sei es abgespeckt, einen Weihnachtsmarkt zu machen, soweit das natürlich möglich ist und soweit die gesetzlichen Grundlagen das zulassen. Insofern unterstützen wir das Anliegen. Der Oberbürgermeister hat ja auch schon gesagt, er wird das prüfen. Wir hoffen alle, dass es in 3 Wochen doch besser aussieht und dass wir dann noch was machen können. Also unsere Unterstützung haben Sie. Ja. Frau von Albürden. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Auch wenn ich mich ja nun wirklich jeden Tag intensiver mit der Problematik auseinanderfasse, was die Landesverordnung angeht, so muss ich doch sagen, war ich erstaunt, wie mich das emotional auch angefasst hat, als es dann plötzlich offiziell war, der Weihnachtsmarkt findet nicht statt. Weihnachten ist auch für mich, wie für viele, für die meisten, etwas ganz Besonderes, überhaupt gar keine Frage. Und wir lieben unseren Weihnachtsmarkt. Wenn wir aber jetzt darüber diskutieren, was möglich ist, dann müssen wir jetzt im Moment aber eher auch das betrachten, was eben unser großer Feind derzeit ist. Und das ist das Coronavirus. Und ich warne immer davor, das so auf die leichte Schulter zu nehmen und einfach gewisse Fakten auszublenden. Und ich bin eben in meiner Fraktion auch nicht auf Mehrheit gestoßen, als ich gesagt habe, ich würde ihn eigentlich instinktiv eigentlich lieber ablehnen, weil ganz ehrlich, mir kam sofort in den Kopf geschossen, was machen wir denn mit dem Antrag, mit den Menschen hier in unserer Stadt? Wir suggerieren doch jetzt, Mensch, wir machen vielleicht doch eine Möglichkeit auf. Und ich will Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich bezweifle das ganz stark, weil die Zahlen steigen, weil die Zahlen so sind, wie sie sind. Und wenn ich dann höre, ja, aber bei uns hier oben geht es doch noch alles und die Intensivbetten sind doch gar nicht ausgelastet, dann möchte ich Ihnen auch sagen, ja, das möchte ich aber auch nicht erleben. Ich möchte nicht, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, wo ein Arzt entscheiden muss, wen er jetzt behandelt, bei wem sich eine Behandlung noch lohnt und bei wem nicht. Ich möchte das nicht erleben. Und es geht gerade darum, es geht gerade gar nicht darum, dass Konzepte zur Hygiene vorliegen. Die ganzen Gastronomen in der Stadt, die haben sich einen Kopf gemacht, hatten tolle Konzepte für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Das ist alles überhaupt im Moment gar nicht die Frage. Hygienekonzepte gibt es zuhauf. Die haben sich auch die Veranstalter schon seit Monaten gemacht. Und trotzdem hat die Veranstaltungsbranche noch immer quasi ein Berufsausübungsverbot politisch auferlegt. Es geht jetzt gerade, und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass das auch ankommt, auch bei den Bürgern. Es geht im Moment nicht mehr darum, dass Hygienekonzepte eingehalten werden. Es geht im Moment darum, dass wir die Mobilität der Menschen einschränken, um Ansteckung zu vermeiden. Darum geht es. Und mir ist persönlich so wichtig, jetzt bei den Menschen keine falschen Hoffnungen zu wecken, keine Risiken einzugehen. Trotzdem haben wir uns entschieden, na klar, wir müssen prüfen, was möglich ist. Ich möchte nur nicht, dass eine Riesenenttäuschung bei den Stralsunder Bürgern eintritt, wenn es heißt, es sind einfach keine Veranstaltungen möglich. Und ein Weihnachtsmarkt, egal wie wir ihn dann bestücken, ist erstmal eine Veranstaltung. Dann muss es komplett anders heißen, komplett anders sein, was komplett anderes darstellen. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt in der Kürze der Zeit auf die Beine, auch im Zusammenhang, auch im Einklang mit den Händlern möglich machen wollen. Das weiß ich nicht. Aber das ist dann ja Aufgabe der Verwaltung, das zu prüfen. Ich glaube, wir bürden der Verwaltung hier eine riesige Aufgabe auf. Und ich möchte auch noch eins zu bedenken geben, wenn Sie jetzt Hygienekonzepte fordern,
die können geschrieben werden, aber kein Gesundheitsamt gerade dieser Welt würde in dieser Lage irgendein Hygienekonzept bestätigen. Davon mal ganz ab, dass es auch in der rechtlichen Lage nicht möglich ist. Also ich appelliere nochmal daran, bitte machen Sie den Bürgern jetzt keine falschen Hoffnungen. Dankeschön. Frau Kindler. Ja, dass das ein sehr, sehr emotionales Thema ist, das merken wir an der Diskussion. Und ich finde es auch gut, wie wir sie führen. Und ich möchte mich ganz herzlich nochmal bei Herrn Dr. Bartow bedanken. Auch die Worte, die er jetzt nochmal gewählt hat, auch dass er nochmal Herrn Dr. Klimpin zitiert hat, aus der, wie er heute nochmal ganz deutlich gemacht hat, was da gerade passiert. Und ich bin auch nochmal an Christine dir sehr, sehr dankbar, dass du diesen Appell eben gestartet hast, was das wirklich bedeutet. Eins möchte ich hier nochmal einwerfen und ich vertraue Ihnen da, Herr Dr. Bartow, dass Sie sagen, es wird alles geprüft und alles das, was möglich ist, werden wir machen, dass das christliche Weihnachtsfest ja nicht ausfällt. Also Entschuldigung, diese Worte fehlen ja auch. Jeder kann sein Weihnachtsfest hoffentlich dann zu Hause feiern und nicht im Krankenhaus. Und ich denke auch, dass die Kirchen um das Weihnachtsfest herum in ihren Möglichkeiten auch überlegen werden, wie Gottesdienste gestaltet werden. Ich habe von Gottesdiensten, die im Freien stattfinden werden, gehört, von Lichtern. Also ich denke, wir sollten alles dafür tun, dass dieses Fest, was tief verwurzelt ist bei uns, dass das gefeiert werden kann. Und das wird definitiv nicht ausfallen. Dankeschön. Danke. Herr Philipp. Ja, schönen Dank, Herr Präsident. Ich wollte nur mal sagen, wie gesagt, das ist ein Prüfauftrag und ich glaube schon, ich traue dem OB auch zu, dass er sich an die Vorgaben hält und das war wirklich ein vernünftiges Konzept. Und wie gesagt, wir haben ja nicht gesagt, der Weihnachtsmarkt wird komplett eröffnet, dass man da wirklich ein kleines Konzept, dass man das wenigstens gestalten kann und dass man endlich mal positiv, auch mal was Positives nach außen trägt. Man hört jetzt nur noch immer, das ist schlimm, das ist schlimm. Können wir nicht auch mal positiv denken und nicht immer was negativ? Klar, es ist alles. Ich weiß selber, es ist schlimm für manche und dies betrifft auch. Ja, aber ja, du ja. Aber ich höre immer bloß das Gejammer, ob das in Zeitungen ist, die Leute. Und wir verteilen so einen Frust unter den Leuten auch. Endlich mal positiv auch mal. Klar, und wenn es nicht klappt, dann ist es so. Wir können einfach mal positiv rangehen, wir können es einfach mal versuchen. Ein Prüfauftrag ist es bloß. Und wenn es nicht klappt, dann ist es so. Aber einfach auch mal nach außen darstellen. Mensch, vielleicht fällt es dort ein, auch die Bürgerschaft hat sich daran beteiligt und einfach mal positiv denken und nicht immer dicke Jammer und ja, ist alles schlimm und morgen ist, wie gesagt, einfach mal positiv auch mal von allen. Das wünsche ich mir auch mal nach außen tragen und nicht bloß negativ. Sehr gut. Herr von Bosse. Hat sich eigentlich erledigt. Ich wollte nur Frau von Alvörden stützen, das ist genau richtig, wie sie es hier dargelegt hat. Im Moment ist es so brisant leider, dass man sich so fast gar nicht mehr testen lassen kann, zumindest nicht als Kontaktperson eines positiv Getesteten, leider. So viel Andrang ist da. Herr Hofmann hat sich auch noch gemeldet. Ja, ich möchte eigentlich die Worte von Herrn Philipp nochmal aufgreifen. Das ist genau das, was ich mir gerade hier auf meinem Zettel geschmiert habe. Als erstes vorweg nochmal, die Intensivbetten sind belegt, Punkt. Sie sind noch nicht mit Covid-19 belegt. Die Intensivbetten in unserer Klinik um Straße sind immer belegt mit Notfällen. Das bedeutet also, dass wir die Auslastung der Intensivbetten verhindern wollen. Das wird nie stattfinden, weil sie sind einfach mit Notfällen belegt. Zweitens, genau das, was Herr Philipp gesagt hat, ich würde auch diesen Antrag genau so sehen. Wir wollen mit der Prüfung ein wenig einfach Mut und Hoffnung und für ein schönes Weihnachtsfest verteilen. Wie die Lage gerade ist, wissen wir alle. Und wir wissen eben auch, dass viele den Kopf hängen lassen, aber eben genau mit so einem kleinen Lichtfunken sollten wir den Bürgern irgendwie signalisieren, dass wir bemüht sind, irgendwas zu machen, was dem ähnlich kommt und den Umständen entsprechend auch möglich ist. Also wenn es eben die einzelne Pommesbude ist, die sich entfernt ist und die Straße runter, die Möglichkeiten gibt, irgendwas Versorgung herzustellen, um so ein bisschen so ein Feeling herzustellen, dann sollten wir diese Chance ergreifen und etwas machen. Dem Bürger Mut zu machen, zu sagen, Corona ist da, wir müssen damit leben, wir werden in Zukunft auch damit leben müssen, aber wir machen das Beste daraus und so müssen wir vorankommen. Und vielleicht gibt es ein, zwei Ideen, einfach auch diese Verordnung, ich sage mal zum Gehen, man ist da ja immer kreativ in einigen Belangen, warum auch nicht dieses Mal, zum Beispiel eine Eisbahn kann ja auch eine Sportstätte werden und mit Erfrischungsgetränken an der Seite. Ich denke mal, juristisch kann man da auch ein bisschen was drehen und zeigt ja auch, wie gesagt, finde ich auch, dass beim Strehlerpark auch dort Möglichkeiten sind, dass man sagt, man stellt hier mal so eine Glühweinsache oder Bratwurstbude hin und irgendwo muss es irgendwo vorwärts gehen. Wie gesagt, ich bin da ganz auf der Philipp-Seite. Alles ist negativ, alles ist schlecht, wir gehen alle zugrunde, aber das ist nicht das, was wir nicht immer vermitteln sollten.
Ich glaube, dass wir genau daran auch zugrunde gehen können, glaube ich. Danke. So, Herr Allgemein nochmal. Ich wollte mal sagen jetzt, ich glaube, der Einzige in der Bürgerschaft, der wirklich Angst haben müsste, wäre ich. Aufgrund meiner Lungenerkrankung, aber scheiß drauf. Weil ich sage nur eins, Leute. Ich soll Sie ermahnen, bitte. Und ich soll ja, Entschuldigung, aber ich sage nur, ja. Ich muss hätte eigentlich von morgen bis abends. Ja, Entschuldigung. Ich sage es anders, aber wenn man die Leute Angst macht, Angst erzeugt Stress. Und Stress ist nun mal auch ein Grundübel für Krankheiten. Wir sollten ein bisschen positiver denken. Ich meine, normalerweise, wir wissen es ja, wie schlimm das sein kann. Grippe damals 17, 18, fast 40.000 Tote. Hongkong-Grippe in 80er Jahren, 100.000 Tote in der BRD. Es gibt immer so Dinge. Aber wenn wir alle jetzt uns komplett verschließen, zu Hause zumachen, Leute, das gibt doch, sei das, der Mensch wird seiner Würde beraubt. Das kann man nicht vorstellen. Das ist doch viel schlimmer als Krankheit. Lieber ziehen wir das Ding durch und machen ein bisschen Freude für die Leute. Für die Kinder auch. Leute, was ihr da, die Kinder sind traumatisiert. Die wissen gar nicht mehr, laufen mit Maske rum und wissen nicht warum. Leute, ich finde das, Angst haben wir alle, aber man kann nur Angst mit was besiegen, es kommt von innen rauskommen. Hört doch mal auf, Leute. Wir werden auch vielleicht ein, zwei Jahre damit leben müssen. Oder vielleicht 3 Jahre. Weil es ist nun mal so. Aber wir sollten irgendwie eine Lösung finden, für uns alle ein bisschen Freude zu bringen zu Weihnachten. Und nächstes Jahr wird vielleicht alles besser. Und wenn wir alle krank sind, vorbei. Aber Leute, bitte mehr Mut und mehr Kampf. Danke. Wir haben keinen weiteren Redebedarf. Wir haben einen Prüfauftrag, den würde ich gern abstimmen lassen. Wer dem zustimmen geben kann, mit dem Kartenzeichen. Gegenstimmen. 1, 2 Gegenstimmen, Stimmenthaltung. Damit ist diesen Prüfauftrag stattgegeben und wir lüften jetzt erstmal durch und machen eine Viertelstunde Pause. So, ja, meine Damen und Herren, kommen wir zum zweiten Teil. Dringlichkeitsentscheidung gibt es nicht. Wir haben keine unbehandelten Themen vom letzten Mal. Wir kommen jetzt zu den Vorlagen. Punkt 12.1, haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 51 Absatz 4 Kommunalverfassung. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist allgemein bekannt in den Fraktionen. Wer eine Zustimmung geben kann, bitte ums Kartenzeichen, dass die Mehrheit gegenstimmt. Stimmenenthaltung? Keine, einstimmig, danke. 12.2, Bebauungsplan Nummer 73, Aufstellungsbeschluss, Einleitung des 22. Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan der Hansestadt Stralsund. Gibt es da Wortmeldungen? Das Thema war in Fachausschüssen. Wer eine Zustimmung geben kann, bitte um Kartenzeichen. Das ist, glaube ich, einstimmig oder Gegenstimmen. Stimmenthaltung einstimmig. Danke. Annahme einer Geldspende an den Zoo in Höhe von 10.000 Euro. Gibt es da Wortmeldungen? Keine. Wer einverstanden ist, dann bitte um Kartenzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltung einstimmig. 12.4, Annahme einer Sachspende an das Stralsund-Museum. Gibt es da Wortmeldungen? Keine. Wer denn einverstanden ist, bitte um Kartenzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, Einstimmigkeit. 12.5, Annahme einer Geldspende für den Film zum Jubiläum 650 Jahre Stralsunder Frieden. Gibt es da Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wer denn einverstanden ist, bitte um Kartenzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung. Keine einstimmig. Danke. Kommen wir unter Verschiedenes. Herr Philippen, bitte. Ja, ich möchte mal eine persönliche Meinung loswerden, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht von der Fraktion, das ist meine persönliche Meinung. Es wurde ja ein bisschen vorhin über Sexismus und wie soll es eigentlich anschreien und das ist alles so. Wie gesagt, ich bin eine. Wahrscheinlich habe ich Sport gemacht, ich komme vom Bau, ich bin wahrscheinlich ein bisschen derber in der Beziehung und ich glaube, ich wurde auch schon oft genug beleidigt hier von Leuten, ist egal jetzt wer, aber das gehört einfach dazu, denke ich mal. Nicht die Beleidigung, sage ich mal, aber das rutscht manchmal so raus. Ich glaube, das ist auch nicht böse gemeint für jeden. Ich glaube, da muss jeder mit um, der hier sitzt. Und ich
so eine Situation, sage ich mal, ich gucke Frau Allen-Wörden an, wir haben auch schon beide was ausgefochten und ich glaube, sie hat nicht gesagt, dass irgendwann mal sexistisch war oder irgendeiner, der sich mal ein Wort vergreift. Ich glaube, das sollte man ein bisschen entspannter sehen und nicht alles persönlich nehmen. Ich glaube, was hier in dem Raum gesprochen wird, wird manchmal nach draußen zwar getragen, aber ist, glaube ich, nicht so gemeint, wie derjenige es gesagt hat. Also sollte man sich ein bisschen entspannen. Und wer es nicht ab kann, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der sollte nicht mehr herkommen. Und der darf sich eben nicht zur Wahl stellen. Der sollte man doch ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Und wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen derber. Ich komme aus dem Sport. Ich kann das, glaube ich, ab. Und viele andere auch. Aber wer es nicht ab kann, der sollte es eben nicht mehr machen. Das ist, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Das ist jetzt nicht von der Fraktion, aber so sehe ich das. Danke. Herr Miesela. Ja, jetzt muss ich leider doch was sagen, es tut mir leid. Ja, keine Aussprache, nein. Ich wollte auch noch was sagen. Also, ich kann Frau Klümpers verstehen, vorhin zu dem Thema. Das war schon ein bisschen sehr derb, auch in diese Richtung. Aber ich glaube, das war jetzt im Prinzip das i-Tüpfelchen, glaube ich, dass das mal rauskam. Ich glaube, wer die letzten Bürgerschaftssitzungen alle so beobachtet hat, der hat in den letzten Monaten gemerkt, dass hier der Ton nicht rauer, sondern eher unangebrachter, würde ich es mal ausdrücken, ist. Wir sind die Bürgerschaft, das höchste politische Gremium in Stralsund. Hier sollte ein gewisser Anstand herrschen und auch ein gewisser Respekt gegenüber den Menschen, die hier sitzen und vor allem unseren Wählerinnen und Wählern gegenüber. Denn so ein Livestream, ja, um das Thema nochmal aufzugreifen, zeigt nämlich genau, wie ist die Situation dann gewesen, wer hat was gesagt und nicht, wie es nachher rauskommt, irgendwann in irgendwelchen Gesprächen. Insofern werbe ich wirklich dafür, dass wir diesen Livestream möglichst schnell bekommen, damit sich gewisse Personen hier auch endlich mal ein bisschen zusammenreißen in ihre Äußerungen. Wir sind hier nicht in der Straße und der Kneipe, wir sind hier in der Straße und der Bürgerschaft. Und das sollten wir uns alle mal wirklich überlegen. Vielen Dank. Herr Pölleppen. Also Herr Miesela, eins können Sie mir glauben, was ich hier sage, da stehe ich auch draußen zu. Da muss ich, oder brauche ich keinen Livestream und da kann ein Livestream nur da sein. Alles, was ich hier sage, da stehe ich auch draußen zu, auch wenn das live ist. Das ist mir egal. Ehrlich, also da wird sich der Ton auch nicht verbessern. Wenn es bei Ihnen vielleicht so ist, aber ich werde so bleiben, wie ich bin. Oder werde ich mich nicht verändern, ob die Kamera an ist oder nicht. Das ist so. So. Und ich werde bestimmt mich nicht verändern, bloß weil da irgendein Mikro ist. Das ist immer. Wir sind wir und nichts anderes. Gut. So, dann gibt es unter Verschiedenes nicht mehr. Dann möchte ich die Öffentlichkeit ausschließen.